Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich eröffne die 58. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Ich begrüße Sie, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen, Zuhörerinnen und Zuhörer sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sehr herzlich. Bitte noch mal um Nachsicht, dass wir heute verspätet anfangen. Wir hatten aber noch im Ältestenrat etwas zu klären. Das wird gleich auch noch mal aufgerufen werden im Rahmen der Debatte über die Tagesordnung. Dem Kollegen Joschka Langenbrink von der SPD-Fraktion darf ich zum heutigen Geburtstag gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Zum Organisatorischen darf ich darauf hinweisen, dass die in der letzten Plenarsitzung praktizierten Vorkehrungen zum Infektionsschutz weiterhin gelten. Die Fraktionen haben sich erneut auf eine verkürzte Plenarsitzung verständigt. Nach der Aktuellen Stunde und der Fragestunde erfolgt die Beratung der Prioritäten. Die übrigen Tagesordnungspunkte werden nur geschäftlich abgewickelt. Die Fraktionen haben sich gemäß eines Antrags der Fraktion der CDU verständigt auf Durchführung einer Aktuellen Stunde zum Thema, wie wir die Corona-Krise meistern, Existenzängste und Gesundheitsschutz ernst nehmen, verantwortungsvoll handeln. Somit werde ich gleich dieses Thema für die Aktuelle Stunde unter dem Tagesordnungspunkt 1 aufrufen. So, dann verweise ich auf die Ihnen zur Verfügung gestellten Dringlichkeitsliste. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die dort verzeichneten Vorgänge unter den Tagesordnungspunkten 11 und 37a in der heutigen Sitzung zu behandeln. Ich gehe davon aus, dass diesen Vorgängen die dringliche Behandlung zugebilligt wird. Widerspruch höre ich nicht. Damit ist die dringliche Behandlung dieser Vorgänge beschlossen. Keine Verständigung wurde erzielt zur Dringlichkeit des Ihnen zur Verfügung gestellten Antrages der AfD-Fraktion auf Drucksache 18/2642. Erlöst und vernichtet zugleich 75. Jahrestag des Kriegsendes, Tag der Mahnung und der Erinnerung. Gemäß § 59 Absatz 3 unter Geschäftsordnung kann vor der Beschlussfassung über die Aufnahme auf die Tagesordnung einmal für und einmal gegen die Dringlichkeit gesprochen werden. Wird die Erteilung des Wortes gewünscht? Ja. Und der Herr Kollege Treffzer hat das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am 8. Mai jährt sich zum 75. Mal der Jahrestag des Kriegsendes. Dieses Haus hat im Januar 2019 mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen beschlossen, den 8. Mai 2020 einmalig zum Feiertag zu machen. Was Sie vergessen haben und was Sie bis heute nicht nachgereicht haben, ist eine Erklärung für die Berliner, warum dieser Tag überhaupt Feiertag sein soll. Jetzt steht der 8. Mai. Ja, das ist eben nicht selbsterklärend. Jetzt steht der 8. Mai unmittelbar vor der Tür, meine Damen und Herren, und die Bürger fragen zu Recht, um was geht es eigentlich, außer um einen arbeitsfreien Tag? Für dieses Versäumnis der Koalitionsfraktionen ist auch die Corona-Krise keine Entschuldigung, meine Damen und Herren. Meine Fraktion hat damals den Feiertagsbeschluss aus gutem Grund abgelehnt, aber wir sind durchaus der Auffassung, dass dies ein wichtiger Jahrestag ist, nicht zuletzt für unser demokratisches Selbstverständnis ein wichtiger Jahrestag ist, zu dem das Abgeordnetenhaus auch in Zeiten von Corona nicht einfach schweigen kann. Die Berliner haben ein Recht darauf zu erfahren, warum der 8. Mai ein so besonderer und so ein schwieriger Tag ist. Deswegen kommen wir als AfD-Fraktion unserer Aufgabe als Oppositionsfraktion nach und legen Ihnen einen Entschließungsantrag vor, der besonderen Bedeutung und vor allem auch der schwierigen Ambivalenz des 8. Mai gerecht wird. Ich weiß gar nicht, warum Sie so aufgeregt sind, Herr Albers. Der Antrag bietet die Möglichkeit, eine historisch abgewogene Erklärung zu verabschieden, in der der antitotalitäre Konsens der Bundesrepublik Deutschland zum Ausdruck kommt und die allen Opfern des Zweiten Weltkriegs gerecht wird. Herr Schneider, Sie lachen. Sie hätten ja einfach selber eine Erklärung hier einbringen können und nicht einfach über diesen Jahrestag hinweggehen. Sie haben doch den Feiertag beschlossen. Dann sollten Sie auch sagen, warum Sie das getan haben, Herr Schneider.
Und wir geben dem Haus die Möglichkeit, sich dazu ich darf jetzt mal um Ruhe zu äußern. Dies ist heute die letzte Plenarsitzung vor dem 8. Mai, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns diese Chance nicht verstreichen. Wir glauben, dass das Abgeordnetenhaus zu diesem wichtigen Jahrestag nicht schweigen darf und nicht schweigen kann. Daher beantragen wir, dass der Entschließungsantrag erlöst und vernichtet zugleich, 75. Jahrestag des Kriegsendes, Tag der Mahnung und Erinnerung, heute mit Dringlichkeit zur Abstimmung gestellt wird. Ich danke Ihnen. Zur Gegenrede hat Herr Abgeordneter Zillig das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielleicht muss man es auch denen, die dieser Sitzung jetzt zuschauen, erläutern. Wir reden hier in dieser Debatte nicht über die Wichtigkeit eines Themas, sondern über die Dringlichkeit eines Antrags. Es geht also um die Frage, ob jenseits der normalen Fristen, mit denen Parlamentsanträge eingebracht werden müssen, zum Schutze der Debatte hier, damit sich alle auf eine Debatte vorbereiten können, ob jenseits dieser normalen Fristen ein Antrag behandelt werden kann. In welchen Fällen dürfte er behandelt werden? Nicht nach Wichtigkeit, sondern wenn in der letzten Woche, das ist ungefähr die Antragsfrist, Dinge aufgetreten werden, die neue Erkenntnisse über dieses Thema hätten bringen können. Wenn Ereignisse aufgetreten werden, die eine politische Aktion hätten motivieren können, das können wir nicht erkennen. Und das ist der Grund, weshalb wir der Dringlichkeit hier entschieden widersprechen. Dass der 8. Mai der Jahrestag der Befreiung ist, das wissen wir nicht erst in dieser Woche, sondern seit 75 Jahren. Und dass er auch so bezeichnet wird, glücklicherweise, wissen wir seit der Rede von Richard von Weizsäcker, und ich verstehe Ihren Antrag vollkommen richtig, diesen Konsens hier zurückdrehen zu wollen, und weise das zurück. Und dass im Land Berlin der 8. Mai in diesem Jahr ein Feiertag ist, wissen wir auch nicht erst seit dieser Woche, sondern es ist wohl begründet hier besprochen worden und es ist hier so entschieden worden. Deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, dass niemand das begründet hätte. Insofern gibt es keinen Grund für eine Dringlichkeit, sondern es gibt einen Konsens in diesem Haus, was den Umgang mit diesem Tag betrifft. Und es gibt eine Einschätzung weit getragen, dass es einen Feiertag geben soll. Das ist keine Neuigkeit. Deswegen gibt es gar keinen Grund für eine Dringlichkeit, die Sie mit keinem Wort in Ihrer Begründung im Übrigen gerade begründet oder auch nur erwähnt haben, diesen Begriff der Dringlichkeit. Deswegen haben Sie aus meiner Sicht diese Dringlichkeitsbegründung auch missbraucht, was die Geschäftsordnung betrifft. Ich lasse über die Dringlichkeit jetzt abstimmen. Wer der Dringlichkeit seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die AfD-Fraktion und zwei fraktionslose Abgeordnete. Gegenstimmen, das sind alle anderen Fraktionen. Ich darf vorsichtshalber fragen, gibt es Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Dringlichkeit widersprochen worden. Und es kommt nicht auf die Tagesordnung. Dann hat sich jetzt gemeldet die FDP-Fraktion. Herr Abgeordnete Fresdorf hat das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen und Auftrag meiner Fraktion stelle ich folgenden Antrag zur Geschäftsordnung. Es wird die Tagesordnung um den Tagesordnungspunkt Vorlage der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung ergänzt. Die Vorlage zur Kenntnisnahme, 5. Verordnung zur Änderung des SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung, wird unter diesem Punkt mit Dringlichkeit aufgerufen und an den Hauptausschuss überwiesen. Und dies aus folgenden Gründen. § 32 Absatz 5 der Geschäftsordnung sieht vor, dass Rechtsverordnungen diesem Haus vorzulegen sind. Dies auf Grundlage unserer Verfassung von Berlin. Artikel 64.3 beschreibt klar, dass Rechtsverordnungen unverzüglich vorzulegen sind. Wir erleben
in unserem Land momentan die Situation, dass die exekutive Rechtsverordnung erlässt und diese hauptsächlich durch die Judikative korrigiert wird. Das ist ein Zustand, den es so nicht geben kann. Ein Zustand, dass Rechtsverordnungen an Parlamenten vorbei erlassen werden und Gültigkeit haben, ohne dass die Parlamente einbezogen werden sollten. Darüber hinaus, liebe Kolleginnen und Kollegen, reden wir von so breiten und tiefen Eingriffen in die Grundrechte der einzelnen Berlinerinnen und Berliner, die es in der Zeit unserer Demokratie so noch nicht gegeben hat. Das Grundrecht auf die Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit wird extrem eingeschränkt. Ich kann meinen Laden nicht mehr öffnen, meine Kneipe nicht mehr aufmachen, meine Außengastronomie nicht betreiben. Das sind tiefe Eingriffe, die aus unserer Sicht nicht ohne Beteiligung des Parlaments so stattfinden können. Denn Artikel 50 unserer Verfassung sieht im Absatz 1.1 vor, dass wir bei Vorhaben grundsätzlicher Bedeutung frühzeitig und vollständig zu unterrichten sind. Im Vorfeld. Frühzeitig und vollständig. Dass es in dieser Situation, in der wir uns befinden, natürlich nicht 6 Wochen im Voraus sein kann, weil wir von Tag zu Tag teilweise leben, das ist uns auch klar. Aber dass wir ein geregeltes Verfahren unter Einbindung der Parlamente haben müssen, ist uns wichtig, gerade vor dem Hintergrund, dass die Berliner und Berliner so eingeschränkt sind in ihren Freiheitsrechten wie nie zuvor. Spielplätze sind geschlossen, Schulen sind zu, die Kinder können nicht in die Kitas, Familien sind überlastet, Homeoffice und Kinderbetreuung zum einen, das ist für viele kaum nachvollziehbar. Wir wollen Transparenz schaffen in der parlamentarischen Debatte. Und deshalb ist es uns wichtig, gerade bei diesem Thema als Parlament beteiligt zu werden. Und wir laden Sie ein, mit uns diesen Antrag zuzustimmen, heute in ein geregeltes Verfahren zurückzukehren und fordern den Senat auf, dies künftig auch zu tun. Wünscht jemand, dem Antrag zu widersprechen? Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich darüber abstimmen. Ja, das hatte ich gerade eben gefragt. Dann, Herr Schneider. Sie haben gefragt, Herr Präsident, ob jemand zu widersprechen wünscht. Ich wünsche zu begründen. Das Widersprechen, das stellen wir dann danach fest. Also, es ist ja bemerkenswert, Herr Kollege Fresdorf, dass Sie hier etwas sagen, zu dem dieses Haus mit Ausnahme der AfD, die hat sich dazu bisher nicht zu Wort gemeldet, in keiner Ältestenratssitzung einen breiten Konsens erzielt hat. Der darin besteht, dass wir bekräftigen, als ein Parlament, eins von 17 in dieser Bundesrepublik, dass wir an der Staatsräson festhalten, dass wir aus drei Gewalten, die sich gegenseitig beschränken und ergänzen, bestehen. Wir bestehen aus der Legislative, aus der Exekutive und der Judikative. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Wir sehen das, denn so wird bundesweit mit hunderten Rechtsverordnungen, Allgemeinverfügungen und sonstigen Veröffentlichungen gesteuert, weil es geboten war. Es kommt also nicht von ungefähr, dass wir diese Debatte heute führen. Sie ist zum Glück nicht zu spät. Die Debatte besteht darin, dass bei so grundsätzlichen Einschränkungen, wie sie es in der Geschichte des Grundgesetzes, wie es in der Bundesrepublik Deutschland sie noch nie gegeben hat, in der Eingriffstiefe und hinsichtlich der Eingriffsdauer. Die Parlamente legitimiert und berufen sind als die einzigen Institutionen, die vom Souverän unmittelbar abgeleitet die Kompetenz haben, solche weitreichenden Entscheidungen dauerhaft zu treffen. Das kommt nicht von ungefähr. Sie stellen das allerdings so dar, Herr Kollege Fresdorf, als sei es eine Erfindung der FDP. Dann hätten Sie mindestens aber davon Abstand nehmen sollen, mich selbst hier zu zitieren, mit fast der Hälfte Ihres Wortbeitrages. Also Fazit. Die Parlamente sind aufgerufen, sich mit diesen Grundrechtseingriffen zu befassen. Es geht nicht nur um die Verfassungslage, sondern es geht um die Herstellung von Transparenz. Das ist das, was uns wichtig ist. Wir müssen nach unserer Einschätzung den Bürgerinnen und Bürgern nachvollziehbar machen, in öffentlichen Sitzungen das Für und Wider wägen. Und übrigens wären wir uns da auch nicht schneller und besser einig als die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Dazu hat der Senat sich heute erklärt. Alle Fraktionen außer der AfD haben sich dazu zu Wort gemeldet. Ich hatte empfohlen im Ältestenrat, dass wir diese Debatte heute nicht führen. Das ist ein bisschen schade. Das Haus ist sich im Wesentlichen einig und die Koalition ist verabredet, ihrem Antrag zuzustimmen. Allerdings sind wir noch nicht entschieden hinsichtlich der Ausschussüberweisung. Dazu werden wir uns im Laufe dieser Plenarsitzung verhalten. Vielen Dank.
will und kann deshalb auch feststellen, dass weitere Ausschussüberweisungen, sofern sie von Fraktionen gewünscht werden, natürlich auch erfolgen. Ohne dass es weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Wer diesen dringlichen Antrag der FDP-Fraktion zur Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes Rechtsverordnung des Senats unter 37b seine Zustimmung geben möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen und die beiden fraktionslosen Abgeordneten. Gibt es Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Enthaltung auch nicht. Dann kommt das so auf die Tagesordnung. Auf die Ihnen zur Verfügung gestellten Konsensliste darf ich ebenfalls hinweisen und stelle dazu fest, dass dazu kein Widerspruch erfolgt. Auch die Konsensliste ist damit so angenommen. Ich komme zur Entschuldigung des Senats. Der regierende Bürgermeister wird die Sitzung gegen 12 Uhr verlassen müssen, wegen der Videokonferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundeskanzlerin. Frau Senatorin Lomscher wird das Plenum gegen 16 Uhr verlassen müssen, um an der Sitzung der Bundesbaukommission teilnehmen zu können. Und Frau Senatorin Popp musste sich kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen für die heutige Plenarsitzung entschuldigen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 1. Das ist die Aktuelle Stunde zu dem Thema, wie wir die Corona-Krise meistern, Existenzängste und Gesundheitsschutz ernst nehmen, verantwortungsvoll handeln. Auf Antrag der Fraktion der CDU. Für die gemeinsame Beratung steht den Fraktionen jeweils eine Redezeit von bis zu 10 Minuten zur Verfügung. In der Runde der Fraktion beginnt die CDU, und zwar mit dem Herrn Kollegen Dräger. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In den zurückliegenden Wochen ist es gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und in Berlin zu begrenzen. Wir konnten Verhältnisse wie in den Krankenhäusern Norditaliens verhindern. Alle Corona-Erkrankten erhalten die bestmögliche medizinische Betreuung. Deutschland hilft anderen Ländern, in denen es sehr viel schlechter steht. Das alles ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein großer Erfolg, meine Damen und Herren. Dies ist zum einen zurückzuführen auf verantwortungsvolles und entschlossenes Handeln im Bund und in den Ländern. Das liegt aber ebenso an der Mithilfe der Menschen. Und meine Damen und Herren, ich bin wirklich beeindruckt, dass freiheitsliebende Menschen, wie sie gerade hier in Berlin leben, zeigen, dass sie, wenn es darauf ankommt, zu gemeinsamem Handeln und gemeinsamem Verzicht bereit sind. Sie haben damit Leben gerettet, und das verdient unser aller Dank, meine Damen und Herren. Weitere Erfolgsvoraussetzung ist, und das kann man nicht oft genug wiederholen, der Einsatz der vielen stillen Helfer in der Krise, die als medizinisches Fachpersonal, Pflegekräfte, als Angehörige der Hilfsorganisationen, der Polizei, der Feuerwehr, der Bundeswehr, im Einzelhandel, bei BSR, BVG und S-Bahn als Erzieher, auch als Ehrenamtliche, ihren Job machen. Trotz erhöhter Einsatzbelastung, trotz erhöhtem Infektionsrisiko und häufig mit unzureichender Schutzausstattung. Wir sollten Ihnen danken, am besten mit dem von uns vorgeschlagenen City-Gutschein, der bei heimischen Unternehmen eingelöst werden kann und diese zugleich unterstützt, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Infektionsschutz bleibt wichtig. Die Pandemiegefahr ist nicht gebannt. Die Bundeskanzlerin spricht nicht ohne Grund davon, dass wir uns bei allen wünschenswerten Lockerungen auf dünnem Eis bewegen. Mich erreichen viele besorgte Nachfragen, ob die bereits beschlossenen Lockerungen verantwortbar sind. Meine Damen und Herren, bis der Impfstoff verfügbar ist, müssen wir lernen, mit dem Virus zu leben. Daher müssen die wichtigsten Hygieneregeln weiter eingehalten werden. Ein Wiederanstieg der Fallzahlen muss verhindert werden. Und dazu brauchen wir mehr Infektionstests und die Rückverfolgung der Infektionsketten, den besonderen Schutz der Risikogruppen, die Einhaltung der Abstandsgebote und Hygieneregeln, auch das relativ spät beschlossene, vom Senat beschlossene Tragen von Mund- und Nasenmasken. Meine Damen und Herren,
Mich erreichen viele Notrufe von Menschen in Sorge vor ihrem wirtschaftlichen Aus. Wie dieser Gastwirt aus meinem Kiez, der ein kleines Restaurant als Familienbetrieb betreibt. Er schreibt mir, und ich zitiere mit Genehmigung des Herrn Präsidenten: Lieber Herr Dräger, seit Wochen muss unser kleines Restaurant geschlossen bleiben. Die Unterstützung aus den Hilfsprogrammen hält uns noch über Wasser. Wir gehen sparsam damit um. Aber die Kosten laufen weiter. Mit dem Außerhausverkauf können wir nur einen Bruchteil unserer Kosten decken. Bitte sagen Sie mir, wie es weitergehen soll. Von dem Restaurant leben meine ganze Familie, das sind meine Frau und ich und unsere drei Kinder, und wir haben noch zwei Angestellte. Wir können nicht mehr lange durchhalten. Wann können wir wieder aufmachen? Zitat Ende. Meine Damen und Herren, in Berlin gibt es über 19.000 Gastronomiebetriebe. Sie bilden über 3.000 Auszubildende aus. 90.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte hängen von diesem völlig daniederliegenden Bereich des Tourismus ab. Hier geht es um wirtschaftliche Existenzen. Da hängen ganze Familien dran, und die brauchen jetzt eine verlässliche Perspektive, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, Gastronomie, Tourismus, Messe- und Kongressgeschäft, das sind Bereiche, die völlig daniederliegen, von denen aber in Berlin sehr viel mehr Arbeitsplätze abhängen als in den anderen Bundesländern. Sie werden ja heute, und es wurde ja gerade erwähnt, wieder an der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin teilnehmen, um ein einheitliches Vorgehen anzustreben. Ihre Aufgabe wird es sein, die Interessen Berlins, die Interessen der vielen Berliner Betriebe und Arbeitsplätze zu vertreten, die für so viele fleißige Menschen in Berlin von existenzieller Bedeutung sind. Sehr geehrte Frau Kollegin, ich darf Ihnen sagen, dass ich auch die Interessen Berlins vertrete, denn die sind mir am nächsten. Das ist unser Auftrag. Dafür sind wir gewählt worden. Sehr geehrter Regierender Bürgermeister, hat denn Ihr Senat inzwischen unter Einbeziehung der Gesundheitsämter und der weltweit anerkannten Wissenschaftler Berlins einen Infektionsschutzplan für Gastronomie und Hotellerie erarbeiten lassen? Sind Sie darauf vorbereitet, diesen Infektionsschutzplan in der heutigen Runde der Ministerpräsidenten zur Grundlage für eine Lockerung des Betriebsverbotes in Gastronomie und Hotellerie zu machen? Sind Sie bereit, für einen verantwortungsvollen Fahrplan für die Wiedereröffnung der Betriebe einzutreten? Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich unterstütze Sie dabei, diese spezifischen Interessen Berlins zu vertreten. Aber Sie müssen es bitte auch tun, denn es geht um Zehntausende wirtschaftliche Existenzen in Berlin, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, was für die gebeutelten Berliner Betriebe gilt, das gilt auch für viele Familien. Wann öffnen wieder die Kitas und die Schulen, fragen Sie uns. Momentan lastet viel auf den Schultern der Eltern. Ihre eigene Arbeit im Homeoffice, die Betreuung ihrer Kinder, die Beaufsichtigung der online übersandten Schulaufgaben. Und das ist ja nicht nur eine Beaufsichtigung, sondern es geht ja auch ums Erklären, im Grunde ums Unterrichten der eigenen Kinder. Wer wie ich eigene Kinder hat, der weiß, dass es nicht immer einfach ist, sie zum konzentrierten Lernen anzuhalten. Insbesondere viele Alleinerziehende gehen sprichwörtlich auf dem Zahnfleisch. Meine Damen und Herren, auch hier gilt: Perspektiven schaffen, nicht überstürzt, mit Augenmaß, vorsichtig und auf der Grundlage der sich weiterentwickelnden wissenschaftlichen Erkenntnisse und diese klar kommunizieren. Wenn wir verlässliche Perspektiven schaffen, dann erhalten wir die Bereitschaft zum Durchhalten und zum Infektionsschutz. Und darauf kommt es an, meine Damen und Herren. Herr Kollege Dräger, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Buchholz von der SPD-Fraktion zulassen. Nein, keine Zwischenfragen. Ich möchte im Zusammenhang ausführen. Dankeschön. Meine Damen und Herren, noch etwas können wir aus dieser Krise lernen. Wie häufig haben wir darüber diskutiert, was alles systemrelevant ist? Systemrelevant, kein schönes Wort, denn dahinter stehen Menschen.
Wir haben schon die Lieferketten für die Versorgung der Bevölkerung mit dem Lebensnotwendigen als systemrelevant definiert. Die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die sogenannten kritischen Infrastrukturen und die Grundversorgung selbstverständlich. Das alles ist richtig. Aber, meine Damen und Herren, in dieser Corona-Krise ist nochmals sehr deutlich geworden, dass in einer Metropole wie Berlin auch unsere Kitas systemrelevant sind. Sie sind systemrelevant, weil unsere Kinder in unseren Kitas das richtige Sozialverhalten lernen, weil unsere Kinder in unseren Kitas auf die Schule vorbereitet werden und in vielen Fällen auch altersgerecht sprechen erlernen. Und sie sind systemrelevant, weil sie uns die Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen, gerade in der Krise wichtig, wenn es darum geht, die Arbeitsplätze zu erhalten, die gefährdet sind. Wir erkennen, dass ohne Kitas in der modernen arbeitsteiligen Welt auf Dauer kein Vollbetrieb möglich ist. Meine Damen und Herren, Wertschätzung ist auch eine Frage des Geldes, aber nicht nur eine Frage des Geldes. Daher muss unseren Erzieherinnen und Erziehern zukünftig noch mehr als bisher unser Augenmerk gelten. Schließlich vertrauen wir ihnen unsere Kinder an. Und das ist das Wertvollste, was wir haben, meine Damen und Herren. Zusammenfassend, lassen Sie uns weiterhin den Infektionsschutz gewährleisten. Lassen Sie uns aber auch auf der Grundlage der stetig wachsenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Corona-Pandemie die bestehenden Einschränkungen behutsam und verantwortungsvoll lockern. Geben wir den Menschen mit ihren Sorgen eine verlässliche Perspektive, dem um seine wirtschaftliche Existenz ringenden Gastwirt genauso wie den Eltern mit ihren Kindern. Dann haben wir alle Grund zu Mut und Hoffnung. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Herr Abgeordneter Isenberg das Wort. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, so hätte es passieren können. Zahlen wachsen galoppierend exponentiell die letzten Wochen. Wir hätten jetzt über 100.000 Infizierte allein in Berlin und nicht bundesweit, wie es momentan der Fall ist. Wir hätten allein in Berlin über 10.000 Intensivfälle in unseren Kliniken. Wir hätten zu dem jetzigen Zeitpunkt um die 2.000 Tote durch Corona. Wir hätten Leichenstapelsäcke, die noch leer sind, teilweise leider gefüllt auf dem Corona-Messegelände. Die überfüllten Intensivstationen wären auch in Berlin gewesen. Jeder Fahrradunfall wäre zum Lebensrisiko geworden, jedes Herzleiden, jeder Krebs erst recht. Medizinisches Personal ausgelaugt am Ende der Erschöpfung, Zwangsrekrutierung von Pflegefachkräften und Ärzten nach weiteren Novellen des Infektionsschutzgesetzes, das Ausrufen des Katastrophenfalls in Berlin und anderen Ländern, die Triage nach Alter und Vorerkrankung, die Diskussion über Lebenswertigkeit. Dieses hätte passieren können, hätten wir nicht alle gemeinsam, Parlament, Stadtgesellschaft und Senat, gehandelt, hätten wir nicht den vorsorgenden Gesundheitsschutz den Raum gegeben, der notwendig war in dieser Situation. Und ich glaube, da haben wir zu Recht ein Danke an die Stadtgesellschaft zu geben. Wir haben Glück gehabt bisher, aber auch viel Disziplin. Derzeit reden wir von 1.000 Menschen im Krankenhaus, nicht von 20.000. Wir reden von 140 Toten. Wir haben Glück gehabt und viel Disziplin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen den Dank an allen Berlinerinnen und Berliner für das Einhalten dieser Kontaktregeln, trotz Angst vor Jobverlust, trotz Angst vor finanzieller Zukunft, trotz Angst um die eigene Gesundheit und trotz der Ungeduld viel Verständnis von allen Seiten für die Maßnahmen, die der Senat ergriffen hat.
wie auch die neue Maskenpflicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Doch der Virus ist tückisch und gefährlich. Wir brauchen den langen Atem. Auch die nächsten Monate werden hart bleiben. Wir wissen das und wir wünschen uns allen, es käme nicht so. Aber danach schaut es derzeit leider nicht aus. Ein Aufatmen, es wäre alles vorbei, ist derzeit leider nicht möglich. Und genau deshalb den besonderen Dank auch von diesem Hause an die Heldinnen und Helden des Alltags im Supermarkt, in der Klinik, bei den Postbotendiensten, bei den Lehrerinnen und Lehrern, bei den Notkita-Betreuerinnen, bei den Busfahrern und mehr, die Angst haben um ihre eigene Gesundheit, aber täglich ihren Dienst pflichtbewusst ausüben. Herzlichen Dank an alle von uns allen. Sowie an diejenigen, die Berlin nach dem Krieg und in der Wirtschaftswunderzeit sowie andere Städte auch aufgebaut haben und jetzt leider zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen sich so gut wie möglich isolieren sollten, freiwillig, mit oftmals auch Angst um sich und ihre Liebsten. Ja, es könnte schlimmer sein. Pest, Cholera, Ebola, Atomkatastrophen, Meteoriteneinschläge, Hochwasser, Fluten. Es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Die Szenarien liegen vor beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Aber Corona ist nicht ohne. Und genau deswegen müssen wir den Schutz der vulnerablen Gruppen in den Vordergrund stellen, bei Beibehaltung der Kontaktverfolgungsmöglichkeiten. Und an dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an die Mitarbeiter und Mitarbeiter der Gesundheitsämter, die eine hervorragende Arbeit für uns alle hier leisten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Dank an die Expertinnen und Experten der Wissenschaft, Herrn Professor Drosten von der Charité und andere, Herr Wieler vom RKI, die WHO, welche einen klaren wissenschaftlichen Orientierungsrahmen geben, der für uns handlungsleitend ist und sein muss. Und Dank an den Berliner Senat, der unser Vertrauen bisher verantwortungsvoll genutzt hat, mit Rechtsverordnungen die akute Krise abzuwenden. Aber eben das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir dieses Vertrauen einer Exekutive auch zur Stabilisierung eines Status quo per se geben. Und genau deswegen ist es richtig, dass wir eben die Rechtsverordnung zurückgeholt haben in dieses Hause. Denn nur das Parlament hat die Aufgabe, die Güterabwägung, über die wir reden werden und weiter diskutieren müssen, zu fällen. Und es gibt dort zwei Dinge, die aus meiner Perspektive im Moment im Vordergrund stehen. Das eine ist der gesellschaftliche und parlamentarische Diskurs, diesen zu stärken, und zwar faktenorientiert zu stärken, ausgehend von wissenschaftlichen Szenarien. Und zweitens zu zeigen, dass die Demokratie lebt und gleichzeitig durch eine lebende Demokratie trotzdem externe Bedrohungen und Gefahren wie durch diesen Virus effektiv abgewandt werden können, auch in den nächsten Monaten, die vermutlich lange Monate sein werden. Und genau deswegen, liebe Kollegin von der CDU insbesondere, lassen Sie mich auch ganz klar sagen, was wir nicht brauchen. Wir brauchen nicht eine Kakophonie und quasi willkürliche Ministerpräsidenten-Shows à la Söder und Laschet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Kampf um die Kanzlerkandidatur der CDU darf nicht mit Corona als Waffe ausgetragen werden. Und auch Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Berliner CDU, sollten hier mit Demut voranschreiten, mit Demut, Herr Dräger, und nicht sich mit immer neuen Vorschlägen an die Spitze eines populistischen Überbietungswettbewerbs setzen, wie Sie es eben getan haben. Ich möchte nicht verhehlen, mir persönlich gehen die Lockerungen an einigen Stellen viel zu schnell aus epidemiologischer oder gesundheitspolitischer Sicht mit den Beratungen, die wir da hinzugezogen haben. Wir müssen zunächst die Effekte abwarten, Herr Dräger, bevor Maßnahmen, die Sie auch vorgeschlagen haben, hier überhaupt diskursfähig sind, möchte ich wissen, was sind die Effekte der jetzt eingeleiteten Maßnahmen? Und gucken Sie in die Berichte der Medien hinein, heute im Tagesspiegel. Gucken Sie die Berichte der wissenschaftlichen Institute der letzten Tage an. Und Sie sehen ganz genau, dass wir hier schon mit der Schule beispielsweise einen Ort wieder eröffnet haben, schrittweise, der sehr, sehr problematisch sein kann im Hinblick auf die Reproduktionszahl des Virus oder auch die Anzahl der Neuinfektionen, je nachdem, was Sie als Messlatte nehmen,
und damit die Krankheitslast, die wir zu bewältigen haben. Wir dürfen hier nicht einen Schritt vor dem anderen machen. Wir müssen gemeinsam nach Zahlen orientiert diese nächsten Schritte einleiten und nicht nach politischem Opportunismus, lieber Herr Dregger. Und Herr Isenberg, ich darf Sie fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen zählen lassen. Keine Zwischenfrage. Und wir haben das beispielsweise bei den Schulen auch sehr kritisch gesehen. Wir sehen die Kraft des Parlaments, der Fraktionen, der Parteien bei dieser Austarieren der Güterabwägung, die wir haben. Wir haben bei den Schulen jetzt das Notabitur gemacht in dem Sinne, weil wir gezwungen wurden von der KMK mehr oder weniger für unsere Schülerinnen und Schüler gerade diese Ungleichheit, die eben benannt worden ist, zu vermeiden und ein hochwertiges Abitur zu ermöglichen. Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Abwägung, die wir erfolgreich getan haben bei der Frage des mittleren Schulabschlusses, um hier unnötige Prüfungen und unnötige Beschulungen auch zu reduzieren. Und ich darf daran erinnern, dass Kita-Personal und auch die Lehrkräfte haben teilweise Angst um ihre eigene Gesundheit. Deswegen haben wir hier Schutznormen, wo die Leute auch freigestellt sind von der örtlichen Anwesenheit des Unterrichtens in der Schule. Und wir müssen diese Angst auch wahrnehmen, genauso wie die epidemiologische Last, die durch Kitas und Schulen zurückschwappt. Da gibt es keine Schnellschüsse. So schön es wäre, hier schnell Normalität zu haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und überhaupt würde ich gerne wissen, als Parlament, wie wir zukünftig die Kontrolle im Gesundheitsausschuss und auch in diesem Haus, im Plenum, weiter ausbauen. Innen- und Gesundheitsausschuss haben wir kontinuierlich getagt. Wir haben uns auch über die Rechtsverordnung unterhalten. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wüsste von der Verkehrsverwaltung sehr gerne, wie ist das Hygienekonzept im Detail in der U-Bahn und für Busse. Ich wüsste von der Jugendverwaltung kontinuierlich sehr gerne, wie die Konzepte bei der Kitas sind. Ich wüsste von der Sozialverwaltung gerne, wie es bei Behinderten und Sozialeinrichtungen ist. Ich wüsste von der Arbeitsverwaltung gerne, wie diese mit unter anderem sicherstellt, dass die Arbeitsschutznormen des Bundesarbeitsministers konkret umgesetzt werden hier in Berlin. Und ich wüsste von der Wirtschaftsverwaltung gerne, wie die notwendigen Pflichten, die wir auferlegt haben, auch zum Maskentragen in Detailkonzepte im Handel umgesetzt werden. Und ich wüsste ganz gerne, wie wir insgesamt als Parlament dieses Koordinieren zu einem richtigen Controlling- und Berichtswesen kommen, das uns ermöglicht, dann auch juristisch nachzusteuern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben morgen den Tag der Arbeit. Diese Corona-Krise zeigt, wir brauchen eine Reanimation des Sozialen in der gesamten Gesellschaft und auch im Gesundheitswesen. Und genau deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, danke ich der Bundesregierung, dem Bundesarbeitsminister, dem Sozialmaßnahmen, die wir dort gemacht haben, eben jetzt auch mit dem Kurzarbeitergeld, mit der Erhöhung eben auch von Freibeträgen, die man haben kann als Bezieher von Hartz-Einkommen etc. und den ganzen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die wir in Berlin mit dem Nachtragshaushalt, der nachher erörtert wird, aufzeigen, der Perspektiven und zeigt, der Ängste nimmt den Betroffenen, die hier mit Einnahmeausfällen leider zu kämpfen haben in der nächsten Zeit. Und insofern, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, wir haben Gefahren, wir haben Ängste und wir tun alles gemeinschaftlich, dies abzuwehren. Aber bitte, bitte, es ist nicht die Zeit für Wünsch-dir-was-Listen. Nach dem Motto, hier noch was für die Grünen, hier noch was für die CDU, hier noch was für die Linken, für die SPD, für die FDP und dann die Diskussion der jeweiligen Lieblingskümmerer, Zielgruppen und Wunschmilieus, wo am ehesten die Entkopplung kommt und die Regelungen aufgeweicht werden. Das ist Leichtsinn. Leichtsinn würde auf Kosten der Gesundheit gehen und damit wäre alles verloren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Für die Fraktion der AfD spricht jetzt Abgeordneter Hanser. Bitte schön. Herr Präsident, liebe Abgeordnete, Kollegen, liebe Berliner, als wir alle am Anfang standen und noch nicht klar war, was uns da alles epidemiologisch erwartet, haben wir als AfD-Fraktion nicht nur in Berlin, sondern bundesweit die wesentlichen Maßnahmen der Exekutive im März mitgetragen. Als Partei des politischen Realismus wollten wir es nicht besser wissen, um des Besserwissenwollens, sondern wir haben trotz Skepsis die Maßnahmen, wie Sie alle hier, auch das Herunterfahren der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten zunächst mitgetragen.
auch mit einem gewissen Vertrauensvorschuss, die finanziellen Sofortmaßnahmen. Allerdings haben wir weder den Maßnahmen selbst noch die mit dem Shutdown verbundenen wirtschaftlichen Kompensationen mit einem, halten Sie den Mund, Blankoscheck zugestimmt, sondern mit dem Vorbehalt der jeweils kurzfristigen Prüfung der Sachlage und der jeweiligen Überprüfung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen. Heute sind wir weiter und wissen mehr. Seit 15. April wissen wir vom Robert-Koch-Institut, dass die Reproduktionsrate schon unmittelbar vor dem Shutdown unter 1 lag, bei 0,7, also dem kritischen Referenzwert, den die Kanzlerin als Messlatte für den dafür genommen hat, ab wann die Maßnahmen wieder gelockert und zurückgenommen werden können. Und dieser Fakt nährt bei uns und nicht nur bei uns den Zweifel, dass und inwieweit der Shutdown in dieser Krassheit wirklich effektiv bei der Verhinderung der Infektionsdynamik wirksam war. Und seitdem wir das wissen, kann man nicht einfach so weitermachen. Und das Horrorszenario, was Sie an die Wand gemalt haben, Herr Isenberg, das ist hier völlig absurd. Und daher bewerten wir als AfD-Fraktion diese neue Lage eben neu. Und auf dieser Grundlage reden wir hier heute in dieser Aktuellen Stunde über Existenzängste der Menschen in unserer Stadt. Berlin ist weitgehend immer noch lahmgelegt. Die heutige BZ schreibt zu Recht, und ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Wieland, die Wirtschaft stürzt ab. Vielen wurde ein Arbeitsverbot erteilt, Menschen vereinsamen und verzweifeln. Es gibt keine Konzerte, keinen Sport, keine Feste, keine Messen. Wir zerstören unsere Wirtschaft, unsere Kultur und unsere Gesellschaft. Wenn es so weitergeht, zerstören wir mehr, als es der Virus jemals vermocht hätte. Das ist die Lage. Was geholfen hat und was hilft, ist das Abstandhalten, das 2-Meter-Gebot und die Beachtung der Hygienevorschriften mit Desinfektionsmitteln. Ja, und auch das Nasen- und Mundschutzmasken, die heute mit dafür Voraussetzung sind, dass wir den Shutdown aufheben können. Wir müssen weg von der paternalistischen Vorstellung, dass es in der Phase der Corona-Krise Aufgabe des Staates ist oder allein des Staates ist, alles per Vorschriften und Verboten zu regeln. Wir müssen den mündigen Bürgern vertrauen, dass sie aus eigenem Interesse das tun, was erforderlich ist, um gesundheitliche wie wirtschaftliche Risiken abzuwehren. Mit einem Wort, wir müssen jetzt Hunderttausenden Berlinern wieder eine berufliche und finanzielle Perspektive bieten. Jetzt geht es ganz konkret darum, unsere Wirtschaft wieder aufzustellen und dem dreifachen Elend von erstens Massenarbeitslosigkeit, zweitens sinkenden Einkommen und drittens einer massiv steigenden Staatsverschuldung entgegenzuwirken. Es ist niemandem mehr zu erklären, warum nur Läden öffnen dürfen, nicht aber Gastronomie und Hotellerie. Zwei Kernbranchen, insbesondere für die Tourismusmetropole Berlin. Die Öffnung der Läden, zumal auch die willkürliche gezogene 800 Quadratmeter Grenze sofort weg muss, Herr Müller, war und ist hier eindeutig zu wenig. Die Wirtschaftswoche spricht in ihrer aktuellen Ausgabe von einem zu erwartenden gigantischen Schock auf dem Arbeitsmarkt. In Deutschland bis zu 3 Millionen Arbeitslosen. Die neuen Zahlen für Berlin sind gerade reingekommen, 183.000, 30.000 in diesem Monat mehr. Und das wären noch deutlich mehr. Sind in diese Dimensionen eigentlich bewusst, muss man sich fragen. Es geht um Menschen, konkret um Unternehmer, Handwerker und vor allem, und das sind die allermeisten, Arbeitnehmer. Arbeitnehmer, deren Existenzgrundlage jetzt auf dem Spiel steht. Nicht in 2 Wochen, nicht in 2 Monaten. Nein, jetzt. Denn der wirtschaftliche Tod vor Augen kann krank machen und eine ganze Gesellschaft gefährden. Gerade jetzt erhalten die Menschen auch ihre Gehaltsabrechnung, die in Kurzarbeit sind. Und die fragen sich, Herr Dräger hat ja angerissen, wie schaffen wir das? Wie kriegen wir unsere Familien durch? Das sind die aktuell wahren Existenzängste, die in dieser Aktuellen Stunde, nein, nicht geschürt, aber wahrgenommen werden und angesprochen werden müssen. Sie sind ebenso ernst zu nehmen wie die Angst vor der Virusinfektion selbst. Denn wenn wir uns die prognostizierten Einbußen bei den Unternehmen anschauen, dann muss man schon Superlativen bemühen, um das historische Ausmaß dessen, was da auf uns zukommt, zu beschreiben. Sie kennen die Zahlen der IHK, ich brauche sie nicht vorzulesen. Jetzt, nicht erst in 1-2 Wochen, ist der Punkt gekommen, beziehungsweise ist er längst überschritten, meine Damen und Herren, an dem die Frage gestellt werden muss, ob die Medizin die Krankheit, um die es geht, noch schlimmer macht. Bezogen auf das Hotel- und Gaststättengewerbe, das 250.000 Berliner in Lohn und Brot bringt und jetzt am staatlich erzwungenen Sterben liegt, frage ich, warum kann in diesem Bereich nicht auch das gelten, was anderswo in den Geschäften möglich ist? Sicherheitsabstand zwischen den Tischen, Desinfektionsgeräte am Eingang,
Personal, das Schutzmasken trägt, regelmäßige Desinfizierung der Räumlichkeiten und eine strikte Einlasskontrolle. Digitale Tools wie Buchungs-Apps oder Ticketsysteme können Besucherströme steuern und entzerren. Das ist alles kein Geheimnis. Gleiches gilt im kulturellen Bereich auch für kleine Theater oder für Aufführungen von Kammermusik. Auch die Kultur muss zu ihrem Recht kommen. Den Veranstaltern kann doch wirklich überlassen werden, wie sie die staatlichen Hygieneauflagen, zum Beispiel die Sitzvergabe, mit Sicherheitsabstand füllen können. Vom stadtbekannten Betreiber des Schlosstheaters gibt es doch dazu konstruktive, sofort machbare Vorschläge. Worum geht es denn jetzt wirklich? Kreativität und Flexibilität sind in diesen Fragen gefragt, in diesen Tagen gefragt, nicht das Festhalten an Verboten. Wir müssen mehr Demokratie wagen und nicht weniger, wie der derzeitige Demokratieabbau durch die erfolgten Einschränkungen unserer Grundrechte im Rahmen des Lockdowns. Flächendeckende und einschneidende Grundrechtsbeschränkungen für die gesamte Bevölkerung, die Lahmlegung ganzer Wirtschaftszweige und die Suspendierung der Versammlungsfreiheit haben zu diesem Ausnahmezustand geführt, wie wir ihn seit Bestehen der Bundesrepublik noch nicht kennen. Das haben alle hier im Hause gesagt. Wir als AfD sagen jetzt aber klipp und klar, das war und ist unverhältnismäßig und muss beendet werden. Denn wenn es zutrifft, und so zeichnet es sich doch nun wirklich ab, meine Damen und Herren, dass letztlich besondere Risikogruppen, die schwerwiegende gesundheitliche Vorbelastung und ein hohes Lebensalter aufweisen, ein erhebliches Lebensrisiko haben, dann heißt das Schutz des Lebens in Zeichen von Corona konkreten zielgerichteten Schutz dieser spezifischen Risikogruppen, aber eben nicht der gesamten Bevölkerung, mit dem Shutdown nicht nur Social Distancing verbunden ist, sondern fast ein sozialer Tod mit allen denkbaren psychopathologischen Folgen führt. Das ist doch das Problem. Der die ganze Bevölkerung treffende Shutdown mit seinen die verfassungsgemäßen Freiheitsrechte einschränkenden Maßnahmen ist dann unverhältnismäßig, wenn sich erweist, dass es um konkrete identifizierbare Risikogruppen geht, die geschützt werden müssen und können. Und schauen wir uns die konkreten Zahlen doch mal an. Derzeit verzeichnen wir in Deutschland nur noch 33.000 akut Infizierte. Die Zahl sinkt täglich um derer 3.000. Nur noch 2.440 von 32.869 Intensivbetten in unserem Land waren gestern von Covid-19-Patienten belegt. 7,4% Tendenz fallend. In Berlin waren es 138 von 1.532 Intensivbetten. Es ist doch absurd. 150.000 Krankenhausbetten in Deutschland sind derzeit nicht belegt. Gleichzeitig waren gestern über 13.000 Intensivbetten bundesweit und 475 Intensivbetten in Berlin leer. Da läuft doch etwas gewaltig schief. Das muss doch jeder erkennen. Die Panikmache vor Corona ist dermaßen, dass sich insbesondere Nicht-Corona-Patienten davor hüten, ins Krankenhaus zu gehen. Das geht bis zu Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten, was auch tödlich enden kann. Frau Senatorin, Sie wissen, wovon ich rede. Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser mittlerweile Kurzarbeit anmelden müssen. Und weil das so ist, Herr Heinemann, ist die Logik des Shutdown, nämlich undifferenziert die gesamte Bevölkerung zur Inaktivität zu zwingen, ein Fehler und verfassungsrechtlich problematisch. Darum kann es stets bei Beibehaltung der Abstandsgebote, Maskentragen und Einhaltung der Hygiene- und Desinfizierungsvorgaben, das ist das, worum es geht, nur noch darum gehen, die massiven tödlichen Kollateralschäden zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, sie abzuwehren. Geben Sie den Berlinern ihre Normalität zurück. Keine neue Normalität. Ich glaube, die will wirklich niemand. Sondern einfach das Stück Leben und Arbeiten zurück, das sie zum Überleben brauchen. Und wer das als Öffnungsdiskussionsorgie diffamiert, der hat, glaube ich, den Schuss nicht gehört. Mit derartigen Sprüchen, Herr Dräger, und das geht an Ihre Kanzlerin, gefährden Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt unseres Landes. Und an den rot-grünen Senat. Sie müssen aufpassen, Herr Müller und Herr Geisel, dass Sie unsere Demokratie nicht nachhaltig gefährden. Denn Menschen machen sich in dieser Stadt Gedanken um die Demokratie. Sie gehen nämlich demonstrieren. Herr Heinemann, Sie machen sich doch gerade wieder lächerlich. Denn da tummeln sich neben besorgten Bürgern, Bürgerrechtlern, aufrichtigen Citoyens, wie zum Beispiel Frau Barbe, ja, parlamentarischen Beobachtern verschiedenster Couleur eben auch Leute aus dem links- und rechtsextremistischen Spektrum, um Kapital daraus zu schlagen. Das kann keiner wollen. Sie wollen das nicht, wir wollen das auch nicht. Und stärken Sie, das ist mein Schlusssatz, überwinden Sie den Lockdown für die noch arbeitende, die leistende Mitte der Gesellschaft. Schützen Sie sie vor dem wirtschaftlichen Exitus. Das fordern wir nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat das Wort der Abgeordnete Schatz. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich hatte gestern eigentlich vor, eine Flasche Desinfektionsmittel für Sie mitzubringen, Herr Hansel, nach den Äußerungen Ihres Fraktionsvorsitzenden bei der letzten Debatte zu Corona vor, also die vorletzte Plenardebatte, dass ja wir in die USA schauen sollen, da würde alles richtig gemacht. Ich will da aber noch hinzuschicken, ich habe mich gegen die Flasche Desinfektionsmittel entschieden. Falls Sie sich dann selber welche besorgen, bitte wenden Sie das richtig an. Herr Trump hat ja da komische Bemerkungen zugemacht, falls Sie dem Glauben schenken sollten. Die Zahlen des Robert-Koch-Institutes für heute, 0 Uhr, sprechen in Berlin von 5.827 Erkrankten, von denen 4.800 circa bereits wieder genesen sind. 147 mit Corona infizierte BerlinerInnen sind verstorben. Die Stadt hat mithin 880 aktive Erkrankte, von denen stand gestern 604 in einem Krankenhaus behandelt werden, davon 157 intensivmedizinisch. Der Rest befindet sich in häuslicher Quarantäne. Das Robert-Koch-Institut gab in seinem gestrigen Lagebericht die Reproduktionsrate RT für Deutschland mit 0,75 an. Das heißt, eine Erkrankte steckte weniger als einen Menschen mit Corona an. Und das ist auf einem Niveau von täglich im Schnitt 63 Neumeldungen von Erkrankungen in Berlin in der letzten Woche und in dieser Woche bislang 57. Zum Vergleich, diese Zahlen lagen noch vor wenigen Wochen in der 13. Kalenderwoche bei 191 Neumeldungen und in der 179 in der 14. Kalenderwoche. Ich finde, die Zahlen sprechen dafür, dass einiges richtig gemacht wurde in Berlin. Im Gegensatz zu mancher Wahrnehmung haben wir in Berlin sehr früh Maßnahmen ergriffen. Es wurden große Säle der staatlichen Theater geschlossen als erstes. Da hatte Berlin eine Fallzahl von 48 an Covid-19-Erkrankten, allerdings eine Verdopplungsrate von 2 bis 3 Tagen. Momentan liegen wir bei fast 30 Tagen. Es wurden schnell Cafés, Bars und Clubs geschlossen. Eine Woche später, nach Verständigung zwischen Bund und Ländern, wurde eine Ausgangsbeschränkung verfügt, die inzwischen durch eine Entscheidung des Senats, Kollege Fresdorf, in eine Kontaktbeschränkung umgewandelt wurde. Zu Recht, wie ich finde, und es spricht für den Senat, dass er in der Lage ist, sich zu korrigieren und Grundrechtseingriffe der Lage anzupassen, bevor es, wie im Saarland geschehen, ein Verfassungsgericht tun muss. Und schon jetzt sehen wir die Folge der Einschränkung deutlich. Die Frisuren mögen für manche hier im Saal wichtig sein, für mich nicht so. Ich meine die Fälle häuslicher Gewalt, die wir in steigenden Einsatzzahlen der Berliner Polizei sehen, die Zunahmen von Depressionen und Alkoholmissbrauch. Und da rede ich nicht über das Eierlikörchen, damit das Leben schon weitergeht, sondern über Menschen, die sich keinen anderen Ausweg aus der Isolation wissen, als zur Flasche zu greifen und wo oft ein beruhigendes Wort fehlt, weil die Menschen jetzt allein konsumieren. Wir sind eben auch die Stadt der Singles und der Alleinlebenden, die momentan maximal eine weitere Person treffen können. Und Einsamkeit, das wissen vielleicht einige hier, hat dramatische Folgen. Folgen, die wir in den Blick nehmen müssen, wenn wir über Existenzängste und Gesundheitsschutz in Berlin reden. Dennoch, oder einer Impfung gibt, lernen, mit diesem Virus zu leben und es gleichzeitig in Schach zu halten. Das gelingt aber nur mit den Berlinerinnen und Berlinern. Jede Regelung, die sich die Bundesregierung, der Senat oder wir als Parlament ausdenken, wird nur umsetzbar sein, wenn die Menschen diese für nachvollziehbar halten. Nur mit Überzeugung und nicht mit Verboten oder Verpflichtungen lassen sich Regeln über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten. Und die einfachen Hygieneregeln, die einfachen Regeln, Abstand halten, die Zahl der Kontakte klein und überschaubar halten, Hygieneregeln einzuhalten, ja auch regelmäßiges Händewaschen gehört dazu. Damit haben wir einen Kanon an Regeln, die wir als Bürgerinnen und auch als Staat in unser Leben integrieren können und müssen, egal in welchem Setting. Besonderes Augenmerk muss dabei den Risikogruppen gelten, bei denen eine Erkrankung schwer oder gar tödlich verläuft. Und auch die müssen wir nicht paternalistisch bevormunden, sondern einbeziehen, wenn wir über Schutzkonzepte reden. Ich finde, es kann nicht sein, dass Menschen, die über 80 sind und die dieses Land unter großen Entbehrungen aufgebaut haben, heute Angst haben müssen, faktisch vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu werden.
Wenn ich einen Artikel lese, dass in einer Senioreneinrichtung kein Besuch mehr möglich ist und BewohnerInnen darunter leiden und deshalb sogar über Sterben nachdenken, dann müssen wir fragen, was können wir tun, um ihnen diese Angst zu nehmen? Das heißt, es geht nicht nur um das individuelle Verhalten von uns allen und staatliches Agieren als Betreiber von Einrichtungen, sondern es geht auch darum, was brauchen Menschen, um ihre Gesundheit zu schützen, um richtige Entscheidungen für sich treffen zu können. Und da kommt wieder der Staat ins Spiel. Genau das, was dieser Senat sehr schnell gemacht hat, als er die Soforthilfepakete 1 bis 5 auf den Weg gebracht hat. Es liegt doch auf der Hand. Wer kann sich denn über seine Gesundheit und die Veränderungen im täglichen Handeln Gedanken machen, wenn sie nicht weiß, wie die Miete im nächsten Monat bezahlt oder was für die Kids zu essen auf den Tisch kommt. Deshalb war die schnelle und unbürokratische Hilfe des Senats an dieser Stelle richtig. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Koalition gemeinsam mit der FDP über eine Bundesratsinitiative nachdenkt, das Kurzarbeitergeld, das gerade bei Geringverdienenden nicht hinten und vorne reicht, deutlich zu erhöhen. Das ist der zweite wesentliche Aspekt neben den individuellen Verhaltensveränderungen, die wir erreichen müssen. Die Frage nach der Sicherung von Strukturen, die Menschen in die Lage versetzt, ihr Leben, ihr Verhalten tatsächlich zu ändern. Oder man kann das auch Solidarität nennen. Und ja, da geht es auch um Perspektiven für Menschen, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten oder als kleine Dienstleister, die sich selber um ihren Lebensunterhalt bemühen wollen und die es können sollen, soweit es mit den Regeln zu gewährleisten ist. Und lassen Sie mich das anmerken, was für die Strukturen im Kleinen gilt, gilt erst recht im Großen. Es ist richtig, dass sich die Senatoren Lederer und Kollatz für Corona-Bonds ausgesprochen haben. Denn wenn das Haus brennt, ist es Unsinn, den Brand in der Wohnung zu löschen und Treppenhaus und andere Wohnungen zu ignorieren. Ein Virus kennt keine Grenzen. Und das gilt auch für das Leid der Geflüchteten in den überfüllten griechischen Lagern. Moria sei hier erwähnt. Das darf uns nicht kalt lassen. Ein Lager ausgerichtet auf ein paar tausend Menschen, jetzt belegt mit 25.000, ist eine Katastrophe in den Zeiten von Corona. Das mahnende Beispiel Singapur mit einem dramatischen Ausbruch in den überfüllten Wohnheimen der Wanderarbeiterinnen sei uns Mahnung. Und es ist gut, dass das Land Berlin sich dafür einsetzt, wenigstens unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus diesem Elend in Griechenland zu holen. Und als letzter Punkt, wir müssen alles tun, was einem Track and Trace von Erkrankten dient. Wir müssen sie finden und ihre Kontaktketten zurückverfolgen können. Containment nennt sich das. Dafür brauchen wir das Personal in den Gesundheitsämtern. Das haben wir sogar in Berlin über das geforderte Maß von 5 Menschen pro 20.000 Einwohnerinnen hinaus. Aber wir müssen dieses Niveau halten, auch wenn jetzt andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung wieder langsam hochgefahren werden. Dafür brauchen wir Personal und Ressourcen, über die wir hier reden und entscheiden werden müssen. Dazu kommt eine ausgefeiltere Teststrategie und das Hochfahren der Testzahlen. Wenn im gestrigen RKI-Bericht steht, dass Deutschland eine Testkapazität von 861.000 Tests pro Woche hat, aber nur 470.000 in der letzten Kalenderwoche gemacht hat, dann frage ich, warum. Und ich finde, hier ist Ihr Gesundheitsminister gefragt, diese Kapazitäten auszunutzen und das hochzufahren, weil es ist doch Unsinn, jetzt über einen Immunitätspass zu reden in der Öffentlichkeit und damit Anreize zu setzen, dass Menschen in unserer Gesellschaft eventuell ihre Quarantäne sozusagen dafür nutzen, um noch mit Ansteckung anderer Geld zu verdienen, weil das ja dann sinnvoll ist, einen solchen Pass in der Hand zu haben. Ich habe das ja durchgemacht. Das ist der größte präventionistische Schwachsinn, den sich ja der Bundesgesundheitsminister da ausgedacht hat. Und ich finde, auch hier in Berlin müssen wir die Ressourcen in die vorhandenen Kapazitäten bei Testangeboten lenken. Für Pflegeeinrichtungen, in den Krankenhäusern, in Seniorenresidenzen. Ich finde, ein täglicher Test, auch gepoolt des Personals, hätte vielleicht einen Ausbruch wie in der Lichtenberger Seniorenresidenz verhindern können. Und zu diesem dritten Punkt zählt auch, dass wir alles unternehmen müssen, um einem weiterhin möglichen stärkeren Aufbruch auch gewappnet gegenüberzustehen. Deshalb war die Entscheidung für das Behandlungszentrum in der Jaffeestraße, von dem wir alle hoffen, dass wir es nie brauchen, richtig. Doch mit diesen neuen Kapazitäten sollten wir dann auch darüber nachdenken, die Behandlung von Menschen, die eine Chemotherapie erwarten oder eine notwendige Operation besser zu ermöglichen als jetzt. Auch das gehört zu Gesundheitsschutz und kann auch unseren Krankenhäusern nur wirtschaftlich helfen in dieser Zeit.
Meine Damen und Herren, das ist alles nicht neu. Verhaltensänderungen, Verhältnisse dazu in den Blick zu nehmen und entschlossenes staatliches Handeln in Versorgung und Diagnose sind Bestandteile eines Konzepts, das sich strukturelle Prävention nennt und gegen ein Virus entwickelt wurde, das vor 40 Jahren die Welt erschreckte und veränderte. HIV für die Älteren. Es fußt übrigens auf der Ottawa-Charta der WHO und ich empfehle allen wirklich nochmal die Definition von Gesundheit dort nachzulesen. Ich weiß, dass es viele als eine Zumutung erscheint, wenn ich sage, wir müssen lernen, auf absehbare Zeit mit dem Virus zu leben. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist nicht leicht, aber es geht. Und letztlich haben wir auch keine andere Wahl, wenn wir unsere freiheitliche, offene, humane und solidarische Gesellschaft bewahren wollen. Denn solidarisch ist man nicht alleine. So ist das Motto des 1. Mai 2020, der morgen begangen wird. Vielen Dank. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Fraktion hier rechts außen zur Erhellung der dunklen Finanzquellen ihrer Partei beitragen sollte. Für die Fraktion der FDP hat das Wort Herr Abgeordneter Kluckert. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn man mal die Zeit 7 Wochen zurückblickt, dann ist in dieser Stadt an einem Freitag, dem 13., etwas passiert, wo ich selber nicht gedacht hätte, dass das in dieser Stadt möglich ist. Es war nämlich genau der Freitag, der 13. März, als ein massiver Eingriff in die Grund- und Freiheitsrechte der Berlinerinnen und Berliner vorgenommen wurde. Es war der Tag, an dem Bars, Clubs und Restaurants von heute auf morgen in der Stadt geschlossen haben. Und wie Sie alle wissen, blieb es nicht bei Clubs, Bars und Restaurants. 3 Tage später schlossen auch die Schulen und die Kindertagesstätten. Weitere 2 Tage später musste der komplette Einzelhandel bis auf die Supermärkte auch schließen. Auch wenn diese Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte massiv waren, so waren sie nach dem damaligen Kenntnisstand, und davon bin ich auch heute noch überzeugt, absolut richtig. Die Frage aber, ob sie tatsächlich notwendig waren, die beschäftigt mich bis heute. Wenn ich mir mal die Situation in Berlin am 18. März ansehe, das war der Tag, als die Geschäfte geschlossen wurden, dann stelle ich fest, dass es zur damaligen Zeit in Berlin 513 aktive Corona-Fälle gab. 513. Als wir die Geschäfte am 22. April wieder geöffnet haben, waren es 2,5-mal so viel, nämlich 1300. Man muss leider sagen, wie es ist. Hätte der Senat eine Maskenpflicht in Geschäften schon bereits vor 2 Monaten verfügt, hätte man die Geschäfte gar nicht schließen müssen. Dass man, Frau Kollegin, im Nachhinein schlauer ist, das ist in der Natur der Sache. Und das nehme ich auch dem Senat überhaupt nicht übel. Weil zur damaligen Zeit, unter den damaligen Erkenntnissen, war es besser, die Notbremse zu ziehen, als es laufen zu lassen. Wie gesagt, im Nachhinein sind wir schlauer, aber das nehme ich dem Senat jedenfalls nicht übel. Was ich aber dem Senat vorwerfe, das ist eine gewisse Tätigkeit in gewissen Senatsressorts in den letzten 2 Monaten. Die Berlinerinnen und Berliner haben die vielen Einschränkungen sehr verantwortungsvoll und mit sehr großer gesellschaftlicher Solidarität in Kauf genommen und hatten dabei 2 Erwartungen an den Senat. Erstens, dass die einzelnen Einschränkungen sofort wieder zurückgenommen werden, wenn diese aus medizinischen oder gesundheitlichen Gründen nicht mehr notwendig sind. Und zweitens, dass der Senat die Zeit des Lockdowns sinnvoll nutzt, die Stadt adäquat auf kommende Lockerungen vorzubereiten. In beiden Punkten, stelle ich fest, hat der Senat die Berlinerinnen und Berliner enttäuscht. Es gibt zahlreiche Beispiele der einzelnen Senatsverwaltungen, die die gewonnene Zeit, die ihnen die Berliner geschenkt haben, nicht genutzt haben. Als der Einzelhandel geschlossen wurde, da hätte doch klar sein müssen, dass irgendwann dieser auch wieder geöffnet wird. Ich hätte erwartet, dass man als Wirtschaftssenatorin in der Zeit den Einzelhandel auf diese Öffnung vorbereitet, ihm verbindliche Hygieneaufnahmen rechtzeitig vorgibt, die dann auch umgesetzt werden. Ich habe das Gefühl, Frau Popp wurde von der Ankündigung von Frau Merkel, dass der Einzelhandel wieder öffnen soll, völlig überrumpelt. Und ich stelle mir die Frage, warum haben Sie eigentlich die 7 Wochen nicht genutzt, den Handel darauf vorzubereiten?
Aber nicht nur Frau Popfer überrumpelt. Verkehrssenatorin Günther hat sich anscheinend 7 Wochen auch keine Gedanken darüber gemacht, dass jemand, der arbeiten geht, auch irgendwie in sein Geschäft fahren muss. Anders kann ich mir nicht erklären, warum zuerst der Einzelhandel geöffnet wird, 5 Tage später dann aber eine Maskenpflicht in der BVG erst erfolgt. Hygienespende an Ein- und Ausgängen, wie die FDP sie schon lange fordert, gibt es weiterhin in der BVG nicht. Sie waren mit Pop-up-Busspuren und Radwegen beschäftigt, aber die wahren Probleme in der Gesundheit, die waren Ihnen anscheinend egal. Und stellen Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Mohr. Von Herrn Mohr? Nein. Die Liste ist lang. Frau Scheres besteht auf Abiturprüfungen und erwartet, dass die Schüler sich auf diese Prüfungen gut vorbereitet. Die Einzige, die nicht vorbereitet war auf diese Abiturprüfung, waren Sie, Frau Scheres. 7 Wochen haben Sie die Zeit nicht genutzt. Und wenn Ihnen nicht die Senatorin für Gesundheit noch einen Tag vorher 700 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt hätten, dann wären Sie, glaube ich, ganz schön blamiert gewesen am Tag der Schulöffnung. Und ich finde es auch übrigens nicht richtig, dass Desinfektionsmittel, welches für Ärzte und Pflegeeinrichtungen bestimmt war, aufgrund Ihrer Untätigkeit zweckentfremdet wurde. Sie hatten 7 Wochen Zeit, Desinfektionsmittel zu besorgen. Die Lufthansa hat seit gestern eine Maskenpflicht in ihren Flugzeugen. Im Gegenzug dazu, die fliegen, Herr Schneider, es fliegen noch einige. Im Gegenzug dazu bleibt allerdings der Mittelsitz nicht mehr wie bisher frei. Man sitzt also Maske an Maske nebeneinander. Ich frage mich, warum geht das in der Lufthansa-Maschine? Warum geht das in der BVG? Aber warum soll das nicht in einem Theaterbetrieb funktionieren? Ich hätte mir auch hier gewünscht, dass der Senat die 2 Monate genutzt hätte, zu prüfen, inwieweit der Spielbetrieb mit einer Maskenpflicht für das Publikum weitergehen hätte können. Warum haben Sie nicht ein Theater unter ärztlicher Aufsicht mit Durchtestung des gesamten Publikums und Erfassung der Kontaktdaten weiterspielen lassen? Hätten wir vor 2 Monaten damit angefangen und das erprobt, könnten vielleicht einige Theater in einem Monat schon wieder aufmachen, wenn wir sehen, dass es nicht zu einem explosionsartigen Ausbruch kommt. Und Herr Schatz, Sie sprachen von der Vereinsamung der Alten durch Besuchsverbote. In einem Hotel in Berlin gibt es am Eingang Sicherheitsschleusen mit Desinfektionsgemisch in der Luft zum Desinfizieren, wenn man reingeht. Es gibt Fieberscanner, die überprüfen, ob jemand, der reingeht, Fieber hat. Es gibt sogar einen Automat, der passt den Schuhsohlen einen Überschuh an. Die Wasserhähne sind alle kontaktlos. Ich frage mich, warum sind unsere Pflegeheime nicht so ausgestattet? Warum geht das in der freien Wirtschaft, aber nicht in der Pflege? Das Virus, meine Damen und Herren, ist nach wie vor aktiv und es ist auch nach wie vor gefährlich. Aber im Gegensatz von vor 2 Monaten, und das ist der Unterschied zur damaligen Situation, ist unser Gesundheitssystem auf ein Maximum hochgefahren. Die Voraussetzungen sind somit also erfüllt, dass der Senat sich nun um die anderen Probleme aktiv kümmert. Denn mittlerweile sind die Nebenwirkungen zur Pandemie beinahe größer als das Virus selbst. Existenzängste, vor allem im Hotel- und Gaststättenbereich, führen bei den Betroffenen zu Schlafstörungen und sogar zu Herz-Kreislauf-Krankheiten. Die Ungewissheit in vielen Bereichen, nicht zu wissen, wie man das Geld verdienen kann und ob man in einem Monat noch die Miete bezahlen kann, führt zu Ängsten, Panikattacken und Depressionen. Viele Kinder sind mittlerweile verhaltensauffällig und aggressiv, weil ihnen die sozialen Kontakte und die Freunde fehlen. Eltern, ich weiß nicht, was Sie da lachen, dass Kinder verhaltensauffällig sind, da würde ich mich schämen. Eltern im Spagat. Eltern im Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung haben ihre psychischen Belastungsgrenzen schon lange überschritten. Die Zunahme häuslicher Gewalt ist mehr als bedenklich. Künstler, Darsteller, Clubbetreiber und Kulturschaffende verfallen in eine Lethargie der Perspektivlosigkeit, da sie wahrscheinlich die Letzten sein werden, die ihrer Tätigkeit wieder nachgehen dürfen. Wenn Sie als Senat diese Existenzängste der Menschen in der Stadt ernst nehmen,
dann geben Sie den Menschen auch Antworten und Perspektiven. In dieser Zeit reicht es eben nicht, dass man als Bürgermeister einmal einen Brief an alle Haushalte schickt. Die Menschen wollen von Ihnen Antworten. Sie wollen wissen, ab wann Sie mit Ihren Restaurants wieder Geld verdienen können. Sie möchten wissen, wann Ihre Kinder wieder in die Kita gehen dürfen und was der Senat tut, um die Kinder auch dort vor Infektionen zu schützen. Sie möchten wissen, wann, wie und unter welchen Bedingungen Sie planen, den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. Und die Menschen wollen wissen, was sie tun werden, dass auch das Kunst- und Kulturprogramm in dieser Stadt wieder eine Bühne bekommt. Und der Senat hat in den letzten 7 Wochen sehr viel Zeit vertrödelt diesbezüglich. Er hat die Krise nicht gemeistert, auch nicht gemanagt. Ich würde sagen, er hat sie verschlafen. Vielen Dank. Die AfD-Fraktion hat eine Zwischenbemerkung angemeldet. Herr Abgeordneter Mohr, Sie haben das Wort. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, werter Herr Kluckert, Sie haben in Ihren Ausführungen eben tatsächlich einige Punkte angesprochen, die wir durchaus nachvollziehen können. Nur frage ich mich, wo war denn in den letzten Wochen die FDP-Fraktion? Wo war sie denn? Auch im Gesundheitsausschuss. Wir haben darüber debattiert, wir haben auch über etwaige Maßnahmen geredet, was dazu beitragen kann, dass die Infektionsketten möglicherweise unterbrochen werden können, dass sie nicht mehr was zum zusätzlichen Schutz beiträgt. Sie haben den Maskenantrag abgelehnt. Ich hätte gerne mal eine Begründung, weshalb Sie ihn abgelehnt haben und weshalb Sie jetzt sagen, Masken, ja, so schlimm ist es noch gar nicht, alles in Ordnung. Da hätte ich gerne mal eine Antwort drauf. Wo war die FDP-Fraktion? Sie haben Punkte angesprochen, die können wir nachvollziehen. Sie haben also tatsächlich nicht nur Unsinn erzählt, aber Sie haben auch tatsächlich so getan, als ob die FDP-Fraktion führend war, Meinungsführer war, was praktisch entsprechend hier Positionen bezüglich Lockerung betrifft. Das ist nicht der Fall gewesen. Danke. Herr Kluckert, Sie haben gleich die Möglichkeit der Erwiderung, aber geben Sie unserer sehr sorgsamen Mitarbeiterin hier mal Stopp. Herr Kluckert, bitte schön. Ja, herzlichen Dank. Also Herr Mohr, es ist schon erstaunlich. Ja? Sie als gesundheitspolitischer Sprecher dürfen in dieser Debatte noch nicht mal hier sprechen für die AfD-Fraktion. Finden Sie doch in Ihrer Fraktion erstmal eine einheitliche Haltung zu dem Thema. Also bei Ihnen erzählt hier vorne der Flügel was ganz anderes als Sie in den täglichen Konferenzen, die wir zusammen haben. Und dass sich die FDP nicht eingebracht hat, das können Sie ja wohl nicht erzählen. Die FDP war es in diesem Haus, die Corona-Drive-In-Schalter zur schnelleren Abtestung, die Sie hier reklamiert haben, gefordert haben. Ja, Und was die Maskenpflicht betrifft, wissen Sie auch ganz genau, dass ich immer ein Befürworter dieser Maskenpflicht war, aber von Ihnen gar keine Idee gekommen ist, wo denn die Masken damals hätten herkommen sollen. Wann haben Sie denn da mal ein paar Konzepte eingebracht? Also von daher, die FDP hat sich hier proaktiv an dieser Diskussion und an den Maßnahmen beteiligt. Von der AfD kam das wenig zu. Meine Herren, Sie können den Dialog gern fortsetzen, aber dann bitte draußen, weil jetzt hat für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen Frau Abgeordnete Pirut-Manelli das Wort. Bitte schön. Ja, welcher Flügel spricht da wieder? Frau Präsidentin, ihr lieben Kolleginnen und Kollegen,
Unser Leben ist Austausch, wie wir gerade wieder sehen. Wirtschaft, Verkehr, Kultur, alles ist durch Austausch bestimmt. Austausch erfordert Zuwendung und Nähe. Beides ist in der aktuellen Corona-Krise nur eingeschränkt möglich. Demokratie ohne Austausch also? Undenkbar. Haben wir gerade in der GO-Debatte gesehen. Wie sollte Politik ihre Legitimation erlangen, wenn Ideen nicht vorher ausgetauscht wurden? Wenn Politikerinnen und Politiker sich nicht erklärt haben und sich darum kümmern, Verbündete zu gewinnen? Wir finden, wie finden wir überhaupt zu guten Beschlüssen? Ohne den Austausch mit anderen, mit Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Erwartungen darlegen, und mit Fachleuten aller Couleur und Disziplinen. Manchmal muss all das obendrein sehr schnell gehen. Es gibt Szenarien, in denen schnelles Handeln erforderlich ist. Und das haben wir getan. Gut 6 Wochen ist das her. Gut 6 Wochen war die Stadt heruntergefahren. Dass es gelungen ist, die Ausbreitung des Virus in dieser Zeit so deutlich auszubremsen, zeigt, dass wir einiges richtig gemacht haben. Damit meine ich gar nicht nur uns oder den Senat. Es waren die Berlinerinnen und Berliner, die mit Besonnenheit auf die Krise reagiert haben, die mit Verantwortung ihr Verhalten geändert haben, die auf Abstand gegangen sind. Inzwischen haben wir die jetzt schon 5. Eindämmungsverordnung erlassen. Erste Kontaktverbote sind gelockert. Die Stimmung auf der Straße erinnert schon fast an den Zustand vor der Krise. Dass doch alles anders ist, daran erinnern vor allem die Masken, die die Menschen nun verstärkt tragen. Verändert hat sich auch die Debatte über Corona. Es sieht fast so aus, als stünden sich 2 unversöhnliche Lager gegenüber. Die einen für einen längeren Lockdown, die anderen für eine Rückkehr zur vermeintlichen Normalität. Fest steht, wir hatten Glück. Unser Gesundheitswesen ist nicht kollabiert. Szenen sterbender Menschen in improvisierten Krankenhauszelten wie in Italien sind uns erspart geblieben. Die Sterberate in Deutschland ist vergleichsweise niedrig. Es wäre also fahrlässig, jetzt übermäßig zu lockern. Binnen kürzester Frist wären die erzielten Erfolge vielleicht dahin und der wochenlange Lockdown umsonst gewesen. Wie aber, meine Damen und Herren, finden wir das richtige Maß? Denn je länger die Eindämmungsmaßnahmen dauern, desto deutlicher werden auch die Schäden, die sie verursachen. Und das sind ausdrücklich nicht nur wirtschaftliche Schäden. Das sind auch gesundheitliche Schäden und das sind vor allem soziale Schäden. Meine Damen und Herren, wir registrieren immer weniger Notfälle. Das liegt aber nicht daran, dass es die nicht mehr gibt, sondern die Menschen scheuen vor ärztlicher Behandlung zurück, wahrscheinlich, weil sie Angst vor einer Infektion haben. Vorsorgeuntersuchungen werden ausgesetzt, Erstdiagnosen verspätet gestellt. Das kann gravierende Folgen haben, das kann Leben verkürzen. Wir wissen auch von anderen Schäden. Psychisch erkrankte Menschen leiden über die Maßen. Überhaupt verstärkt das Kontaktverbot die Probleme, mit denen Menschen vorher schon gekämpft haben. Alleinstehende werden einsamer, Alleinerziehende stehen vor nicht zu bewältigenden Aufgaben. Menschen mit wenig Einkommen fehlt das Geld für die Miete oder um sich mit guten Lebensmitteln zu versorgen. Wo Gewalt in Familien herrscht, fehlt Hilfe und soziale Kontrolle. Eigentlich ist es ein politischer Standard. Die Erfolge einer Maßnahme müssen mit den unerwünschten Folgen abgewägt werden. Und das tun wir, meine Damen und Herren. Da ist übrigens auch die Wissenschaft gefragt. Forschung zum Coronavirus muss gebündelt werden und Ergebnisse produzieren. Nur auf Grundlage wissenschaftlicher Ergebnisse bekommen wir die maximale gesellschaftliche Akzeptanz und nur faktenbasiert können wir politisches Handeln anpassen. Unser Ziel ist es, soweit es epidemiologisch vertretbar ist, Normalität in das Leben und den Alltag der Menschen zurückzubringen und Grundrechte und Freiheitsrechte so wenig wie möglich einzuschränken. Aber auch die Gesundheit ist ein Grundrecht und die haben wir jetzt im Fokus. Und was wir nicht oder noch nicht ausreichend tun, den Rat von verschiedenen Fachleuten einholen. Wir Grünen wünschen uns einen Expertinnenrat mit Leuten aus Medizin und Gesundheitswissenschaft,
aber auch aus der Soziologie, der Psychologie, der Gesellschaftswissenschaft und aus den Rechtswissenschaften. Natürlich mit der Ärztekammer, dem Ethikrat, der Patientinnen- und Pflegebeauftragten und den Fürsprechern für Menschen mit Behinderung. Dieser Beirat sollte bei den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, aber auch zur Lockerungsstrategie gehört werden. Dafür brauchen wir geordnete Bahnen. Und wir müssen die Kriterien, nach denen wir den fachlichen Rat bewerten, öffentlich und damit nachvollziehbar machen. Das kann breitere Legitimation und Akzeptanz verschaffen. Und auch an anderer Stelle gibt es Neues zu gestalten. Wenn wir demokratischen Entscheidungen neue Legitimation verschaffen können, warum nutzen wir jetzt nicht auch die Gelegenheit, endlich den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken? Dieser leistet gerade eine herausragende Arbeit. Aber es fehlen noch verbindliche Absprachen zwischen der Senatsverwaltung und den Bezirken. Die Ressourcen sind nicht bedarfsgerecht verteilt. Und ja, Datenaustausch darf auch sein. Denn Ansteckung erfolgt ja auch zwischen Pritz und Köpenick und Reinickendorf und Charlottenburg. Auf lange Sicht können die Gesundheitsämter wieder zu den Zentren der Gesundheitsversorgung werden, bei der Vorsorge, bei Infektionsschutz und mehr. Das versteht diese Koalition als einen wichtigen Teil der Daseinsvorsorge. Orte, die zentrale Anlaufstellen sind für die Schwächsten unserer Gesellschaft. Das möchten wir mit Ihnen zusammen in Berlin wieder aufbauen. Dafür müssen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Wir müssen die Anerkennung ausländischer Abschlüsse beschleunigen. Und vor allem unsere Wertschätzung für die Arbeit, die Menschen da leisten, darf sich auch in Geld und nicht nur in warmem Applaus ausdrücken. Und damit meine ich nicht eine Einmalzahlung und damit ist dann gut. Natürlich müssen wir uns auch Gedanken über die Weiterentwicklung der Corona-spezifischen Versorgung machen. Wir brauchen ein regelmäßiges Screening bei Personal und im Gesundheitswesen und repräsentative Tests, um das Infektionsverhalten besser zu verstehen. Und für Einzelpersonen sollten die Tests wohnortnah sein, damit niemand mit Infektionsverdacht in den Bus steigen muss. Ein Thema, das auch mir besonders am Herzen liegt, ist die Frage, wie wir mit Sterbenden umgehen. Lassen wir sie an Maschinen hängend allein zurück, ohne Begleitung durch Angehörige? Das geht nicht. Jeder Mensch hat das Recht, in Würde zu sterben. In Ruhe und übrigens nicht in einer Messehalle. Zwei Bilder kommen mir jetzt in den Kopf. Das eine war Anfang April in der Taz zu sehen. Eine Wiese im Volkspark Schöneberg, in ganz regelmäßigen Abständen ein oder zwei Menschen in der Sonne sitzend. Standardisierter Abstand, ohne Austausch, ganz im konzentrierten Willen, der Seuche die Stirn zu bieten. Das andere ist eine Basecap, die eine meiner Mitarbeiterinnen trägt. New York City OEM ist darauf zu lesen, Office of Emergency Management. Als in New York 2001 zwei Flugzeuge in die Türme flogen, gab es in der Stadt diverse unabhängig voneinander agierende Notfallorganisationen. Rotes Kreuz, Krankenversorger, regionale Hilfswerke und so weiter. Was es nicht gab, eine Koordination zwischen diesen Leuten. Alle halfen irgendwie über ihre Kräfte hinaus, aber nicht unbedingt koordiniert. Daraus hat man in New York gelernt und das Büro für die Organisation in Notfällen, das OIM, gegründet. Meine Damen und Herren, wir brauchen den Abstand wie auf der Wiese in Schöneberg und wir brauchen den koordinierten Austausch, wenn wir etwas voranbringen wollen. Auch in Berlin gibt es viele fantastisch arbeitende Akteure. Sie und ihre Unabhängigkeit zu belassen, aber besser zu orchestrieren, gehört zu den Aufgaben, die wir jetzt angehen sollten. Und noch ein letztes Bild. Ein Cartoon in den sozialen Medien. Delfine in einem quietschblau gefärbten Landwehrkanal. Das war natürlich albern, aber wie immer steckt auch in diesem Witz eine Anregung. Der Autoverkehr in Berlin ist in den letzten Wochen um die Hälfte zurückgegangen. Radfahren geht auf einmal ohne Stress. Viele Menschen genießen vor allem am Abend die neue Ruhe in den Straßen. Und die Luft ist sauberer. Was für eine Lebensqualität, die man durchaus genießen darf. Umweltzerstörung, wir sehen es zurzeit im dritten Sommer mit der Trockenheit, hat einen wesentlichen Einfluss auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wollen wir wirklich nach Corona zum gewohnten Verkehr zurück
oder nutzen wir die Erfahrung des Lockdowns als Möglichkeit einer ökologischen Stadtentwicklung? Die Berliner Luft ist im Moment sauberer und gute und gesunde Luft wollen wir in Berlin immer haben. Ich danke Ihnen. Herr Woldeit war leider etwas zu spät. Zu diesem Tagesordnungspunkt hat der fraktionslose Abgeordnete Wild gemäß § 64 Absatz 2 der Geschäftsordnung ebenfalls einen Redebeitrag angemeldet. Die Redezeit beträgt bis zu 3 Minuten. Herr Abgeordneter, Sie haben das Wort. Können Sie das ein bisschen runterfahren? Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Berliner, der Herr Innensenator war vorgestern so freundlich mitzuteilen, man habe die Maskenpflicht im Einzelhandel eingeführt, weil das in der BVG bereits so gut geklappt hätte. Tatsächlich haben Sie das Volk unter Androhung von Strafe dazu gezwungen. Das ist also Ihre erfolgreiche Politik, Herr Innensenator, das Knebeln der Bürger. Tatsächlich liegen die Sterbezahlen der Berliner in allen Altersgruppen seit Beginn dieses Jahres innerhalb des Normalen. Schauen Sie mal auf diese Grafik. Hier sehen Sie nach Euromomo die Sterbezahlen der letzten wir würden zuerst, zwei Jahre. Herr Wild, ja. Ich würde darauf bestehen, zuerst zu sehen, was Sie da zeigen. Okay, vielen Dank. Ich würde aber darum bitten, dass das dann nachher auf die Redezeit hinten rangehängt wird. Sie sehen hier die Grippewelle 2017, 2018. Hier sehen Sie heute. Was Sie sehen ist, Sie sehen nichts. Der emeritierte Professor Johann Giesecke vom Stockholmer Karolinska-Institut meint, in fast allen EU-Staaten hielten es die Politiker für nötig, Stärke zu zeigen. Sie haben eine Reihe von Beschränkungen eingeführt, für die es bloß eine sehr geringe wissenschaftliche Grundlage gibt. Nach 8 Wochen ist Corona vorbei, sagt der israelische Statistiker Isaac Ben Israel. Darf ich das noch zeigen? Das ist eine offizielle Statistik des Senates. Das ist die Statistik des Senates. Sie sehen hier diese 8 Wochen von hier bis hier. Sie sehen hier einen relativ starken Anstieg Mitte März. Aber Sie sehen auch, dass wir jetzt mit dem grünen Strich praktisch auf der waagerechten Linie sind. Das heißt, es gibt keine weiteren Corona-Ansteckungen. Trotzdem fahren nun seit Montag in Bussen und U-Bahnen maskierte Bürger durch die Stadt. Ist das angesichts der auslaufenden Epidemie angemessen und notwendig? Berliner, die operiert werden müssen, werden von leeren Krankenhäusern abgewiesen, weil man immer noch vergeblich auf Corona-Patienten wartet. Es ist aus heutiger Sicht höchstwahrscheinlich, dass der vom Müller-Senat im Eintracht mit der Kanzlerin verursachte Multimilliardenschaden für unser Land den Schaden durch das Coronavirus um das 1000-fache übersteigt. Wir müssen also den Shutdown sofort vollständig aufheben und beginnen, die ausgefallene Wertschöpfung aufzuholen. Ich schlage vor, wegen der ausgefallenen Arbeit für dieses Jahr alle Ladenschlussvorschriften aufzuheben. Ich schlage vor, für dieses Jahr Dreischichtbetrieb an allen 7 Tagen der Woche in allen Bereichen zu erlauben. Wir müssen jetzt in die Hände spucken und uns an die Arbeit machen. Dankeschön. Vielen Dank. Für den Senat hat jetzt das Wort Frau Senatorin Kaleitsche. Bitte schön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eine Pandemie, das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und wir alle haben so etwas bisher noch nicht erlebt. Die Krankheit Covid-19, eine ansteckende Krankheit, breitet sich weltweit unkontrolliert aus. Und ja, unsere gesamte Gesellschaft wird auf den Prüfstand gestellt.
Wir haben Verstorbene zu beklagen, wir haben Schwerstkranke zu versorgen. Wir haben unser Miteinander in den letzten Tagen und Wochen sehr gestärkt, aber auch unser Miteinander gerade in dieser Pandemie, in diesen Zeiten ist sehr gefordert. Die globale und lokale Wirtschaft wird herausgefordert, so auch unser Bildungssystem. Meine Damen und Herren, all die Einschränkungen und Auswirkungen, die wir in den letzten Tagen und Wochen miteinander erlebt haben, und das hat was mit uns gemacht, mit jedem Einzelnen persönlich, mit unserer gesamten Gesellschaft, war nicht leicht für alle Betroffenen, für jeden Einzelnen, für alle, die Verantwortung tragen, aber auch in den Familien, in den Betrieben, egal wo wir hinschauen, nichts ist so, wie es vorher war. Und da spielt natürlich auch viel Emotionalität eine Rolle, keine Frage. Trotzdem empfehle ich uns allen, das Thema Coronavirus einfach jetzt zu akzeptieren. Es ist da und wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir auch längere Zeit mit diesem Virus leben müssen. Deswegen empfehle ich, einen rationalen Umgang mit diesem Virus zu entwickeln. In einigen Reden ist es auch noch mal verdeutlicht worden. Eigentlich bleibt uns auch keine andere Wahl. Denn am Ende müssen wir dieses Virus, die Ausbreitung, in Schach halten und Zeit gewinnen. Und die Frage ist natürlich, bis wohin, bis wann? Und unser Zeithorizont, meine Damen und Herren, ist der Moment, wo ein Impfstoff da ist. Und nicht nur da ist, sondern auch verfügbar ist. Und auf dieses Zeithorizont, dass Impfstoff entwickelt wird und auch verfügbar ist, darauf müssen wir uns alle einstellen. Bis dahin müssen wir dieses Virus in Schach halten und müssen damit rational umgehen. Und wir sehen ja auch, welche Strategien in anderen Ländern entwickelt worden sind, mit dieser Situation umzugehen. Und ich kann von Glück reden, dass wir in Deutschland insgesamt, aber auch in Berlin, eine Strategie von frühzeitig an entwickelt haben, was uns in die Situation gebracht hat, wo wir uns zurzeit entwickeln. Und ich will an dieser Stelle auch ganz deutlich sagen, solche Strategien wie Herden auf Herdenimmunität zu setzen, kommt absolut nicht in Frage, weil natürlich die Nebeneffekte, hohe Sterberaten hier Preise sind, die wir nicht zahlen wollen. Aber auch zu lange warten, meine Damen und Herren, ist auch keine Strategie. Denn die Bilder in China, Italien, USA zeigen uns, dass das auch nicht richtig ist. Und das ist uns allen ja auch sehr nah gegangen. Wir haben frühzeitig reagiert in Deutschland und Berlin vorneweg. Also diese Gleichschaltung der Maßnahmen, was so ein bisschen vorhin klang, ja, ist irgendwann gekommen, aber es gab trotzdem in der Entwicklung in einzelnen Bundesländern und in Berlin Unterschiede. Wir haben gehandelt in Berlin sehr frühzeitig schon. Ich erinnere daran, wir haben die ITB abgesagt, wo wir noch keinen einzigen positiven Fall hatten. Und da haben einige auch die Frage gestellt, warum eigentlich? Wir haben doch keinen positiven Fall. Aber hier ging es tatsächlich darum, zu verhindern, dass wir über eine große Messe, was international angelegt war, eine Einschleppung und Ausbreitung zu bekommen. Wir haben daraufhin weitere Veranstaltungen untersagt. Auch zu einem Zeitpunkt, wo viele gefragt haben, muss das jetzt eigentlich sein? Bis hin zu Kita, Schulschließungen, Clubs und Bars geschlossen und dann natürlich die Eindämmungsverordnung, wo wir die Kontakte insgesamt beschränkt haben. Wir haben all diese Maßnahmen immer je nach, wie sich die Gefährdungslage entwickelt hat, auch angepasst. Und heute sehen wir, meine Damen und Herren, dass diese Entscheidungen in Berlin genau richtig waren und wichtig waren und frühzeitig genug waren, dass wir heute hier miteinander feststellen, dass dieser exponentielle Anstieg abgeflacht werden konnte. Und wir haben auch in Berlin gesehen, dass wir pro Tag 180, 90 Fälle mehr hatten. 30% mehr Fälle von einem Tag zum anderen. Und Herr Isenberg hat es hier noch mal in Zahlen dargestellt. Deswegen will ich mir gar nicht ausmalen, meine Damen und Herren, wenn wir diese Maßnahmen nicht getroffen hätten, über was wir heute hier diskutiert hätten und was für eine Lage wir heute hätten. Und dieser exponentielle Anstieg ist ja keine Fiktion. Wir haben das in allen Ländern gesehen. Wir haben es auch in Deutschland gesehen in Anfängen. Wir haben es auch in Anfängen in Berlin gesehen. Und deswegen das Eindämmen, das Abbremsen dieser Kurve war entscheidend, um auch letztendlich uns einzustellen vom Gesundheitssystem her. Aber das alleine ist es nicht. Es wird immer auch ein bisschen verleugnet, sage ich mal, was
dieser exponentielle Anstieg für Familien bedeutet hätte. Wie viele Todesfälle, wie viele Krankheitsfälle, was es mit Betrieben und Kulturbetrieben, unsere gesamte Gesellschaft wäre auch sehr dramatisch betroffen. Die Bilder kennen wir alle. Das haben wir abwenden können. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Erfolg dieser Entscheidung des Senates, sondern der gesamten Stadt Berlin, aller Berlinerinnen und Berliner, weil sie haben diese Maßnahmen akzeptiert. Sie haben diszipliniert mitgemacht, haben quasi mitgezogen und deswegen auch an dieser Stelle herzlichen Dank im Namen des Senates an alle Berliner und Berliner, dass sie so tapfer mitgezogen haben. Berlin zeigt sich in dieser Krise auch von einer sehr solidarischen Seite. Wir erleben, dass Menschen, die auch ohne diese Pandemie auf Hilfe angewiesen waren, auf die Solidarität der Menschen, auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen, aber auch von Beratungsstellen und auch Begleitung und Betreuung, dass all diese Hilfsangebote rasant nach oben gefahren wurde, sowohl ehrenamtlich als auch die professionelle Hilfe. Und das ist etwas, wo wir wirklich in Berlin darauf stolz sein können. Keiner wird alleine gelassen in dieser Krisenzeit. Wir helfen uns alle gegenseitig und das ist auch das, was Berlin auszeichnet. Denn wir haben Menschen, die in der Krise besonders betroffen sind. Das sind ältere Menschen, das sind aber auch Menschen, die Gewalt erfahren oder psychisch erkrankte Menschen und viele, viele andere Menschen in unserer Stadt, die es vorher schon schwer hatten, aber in der Pandemie auch noch mal besonders Unterstützung brauchen. Und Berlin hat nicht lange gewartet und ganz schnell diese Hilfen auch organisiert. Das kann man alles auch entsprechend nachverfolgen. Meine Damen und Herren, im Bundesvergleich, ja, das kann ich hier jetzt mit gutem Gewissen sagen, haben wir eine geringere Infektionsrate. Wir haben, was die Inzidenz angeht, das sind die positiven Fallzahlen in Bezug auf 100.000 Bürgerinnen und Bürger, von 155. Der Bundesdurchschnitt ist bei 188. Und auch die Sterblichkeit mit 2,5% im Vergleich zu rund 3,8% ist etwas geringer. Aber, das will ich an dieser Stelle auch sagen, das ist absolut kein Grund zur Entwarnung. Denn die Entwicklungen, die sehr frühzeitig in Baden-Württemberg, Bayern, in NRW, aber auch in Hamburg, ist die Situation eine ganz andere. Dort hat es sehr früh schon angefangen mit Infektionszahlen, die deutlich stärker gestiegen sind. Die Ausbrüche in Pflegeheimen, das haben wir alles verfolgt, Wolfsburg, Würzburg und Harburg. Aber eben auch bis hin, dass Kliniken komplett geschlossen werden und dass die Versorgung insgesamt dadurch gefährdet wird, sind alles Entwicklungen, die wir mit Sorge betrachten und für Berlin darauf zu achten, dass das in diesem Ausmaß dann nicht kommt. Aber so richtig garantieren kann das natürlich keiner. Ich denke, diese guten Zahlen könnten vielleicht auch einige dahin verleiten, zu sagen, ist doch alles überstanden. Eigentlich können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und da will ich ganz, ganz klar sagen, es gibt keine Entwarnung. Wenn wir nicht aufpassen, dann können wir genau dort wieder weitermachen, wo wir aufgehört haben. Der exponentielle Anstieg ganz schnell, kann ganz, ganz schnell kommen. Und dass diese Entwicklung sich rasant entwickeln kann, das wissen wir alle. Und wir dürfen das Erreichte, das gemeinsam Erreichte, auf keinen Fall leichtfertig aufs Spiel setzen. Wir haben in Berlin sehr frühzeitig eine Doppelstrategie verfolgt und deswegen können wir heute zwei Dinge feststellen. Auf der einen Seite sind die Zahlen, der Anstieg abgedämpft worden und auf der anderen Seite haben wir Kapazitäten. Wir haben Kapazitäten im Gesundheitssystem. Wenn Sie mich gefragt hätten vor ein paar Wochen als Gesundheitssenatorin, was wünsche ich mir für heute? Genau das hätte ich Ihnen gesagt, dass die Zahlen nicht so deutlich steigen und auf der anderen Seite wir Kapazitäten im Gesundheitssystem haben. Und wie haben wir das aufgebaut? Ich möchte an dieser Stelle auch die Gesundheitsämter hier noch mal erwähnen, denn sie leisten in diesen Tagen, meine Damen und Herren, ganze Arbeit. Und dieser Beitrag wird meistens nicht gesehen, deswegen unterstreiche ich es hier. Die Eindämmung der Zahlen
hat natürlich mit den vielen Maßnahmen zu tun, Einschränkungen, die wir beschlossen haben, hat aber auch mit unserer Verhaltensänderung zu tun. Aber für die Eindämmung haben die Gesundheitsämter einen großen Beitrag geleistet, weil sie jeden positiven Fall nachverfolgen, die Kontaktpersonen identifizieren, sie isolieren, sie testen und damit die Ketten durchbrechen. Und diesen Beitrag zur Eindämmung kann man nicht hoch genug schätzen. Deswegen mein Dank an die inzwischen 1.800 Leute, die in den Gesundheitsämtern mithelfen, um diese große Aufgabe zu bewältigen. Und und ich verfolge, dass unsere Gesundheitsämter sehr digital sind, sehr innovativ sind. Sie gehen ganz neue Wege, um die Software SORMAS zu nennen, oder dass sie einfach eigene zentrale Teststellen entwickeln. An dieser Stelle ein Riesenlob an die Gesundheitsämter. Aber das möchte ich auch ganz klar hier sagen, diese Pandemie wird vielleicht irgendwann vorbei sein. Aber die Gesundheitsämter müssen wir nachhaltig für zukünftige gesundheitliche Aufgaben stärken. Und deswegen ist das jetzt genau die Zeit, Mustergesundheitsamt auch umzusetzen, aber auch durch andere Maßnahmen, was Vergütung angeht und zusätzlich Einstellen von Studierenden, die Gesundheitsämter auch nachhaltig zu stärken. Der zweite Bereich, meine Damen und Herren, ist unser gesamtes Gesundheitssystem. Da möchte ich schon daran erinnern, weil ja diese Maßnahmen schnell vergessen werden. Denn auch der Zugang zum Gesundheitssystem ist ja in so einer Pandemie ganz wesentlich. Wir haben relativ zügig eine Hotline eingerichtet. Inzwischen 32.000 Beratungsgespräche haben dort stattgefunden. Wir haben relativ zügig 8 Untersuchungsstellen eingerichtet, wo inzwischen 15.000 Beratungen stattgefunden haben und 10.000 Testungen mit einer Prozentzahl von 8% Positiven. Die KV hat gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr einen fahrenden Dienst für Covid-19-Patienten eingerichtet. Und inzwischen, das muss man sagen, hat die KV wirklich sich auch um den niedergelassenen Bereich gekümmert. Es gibt Schutzkleidung für die niedergelassenen Ärzte und vor allem gibt es auch 17 Corona-Schwerpunktpraxen. Das ist in der gesundheitlichen Versorgung, unserem System sehr viel wert, diese Praxen zu haben. Und ich denke, auch an der Stelle kann man auch mal der KV danken. Ich weiß, es gibt immer Auseinandersetzung und Kritik, aber hier haben Sie einfach, finde ich, eine gute Leistung erbracht. Wir haben die Testkapazitäten. Wir haben in Berlin gestartet mit 2.000 Testkapazitäten, sind jetzt bei 50.000 Testkapazitäten pro Woche. Und wir haben bisher 135.000 Testungen auch vorgenommen. Und ich denke, dass wir diese Testkapazitäten heute und auch in Zukunft ganz anders nutzen werden und auch können. Beim Thema Beschaffung, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich an eines der großen Probleme in dieser Pandemie, dass die Schutzkleidung für den medizinischen Bereich für Pflege gefehlt hat. Da haben wir mit unserer eigenen Beschaffung, aber auch durch Unterstützung durch Bund, einiges auf den Weg bringen können. 7 Millionen Mund-Nasen-Schutz, 800.000 FFP2-Masken, aber auch weitere Schutzkittel und Schutzbrillen konnten in die Krankenhäuser, aber auch bei den Pflegeeinrichtungen, aber auch ambulante Pflegedienste verteilt werden. Meine Damen und Herren, die Intensivbettkapazitäten ist auch eine Kennzahl, worauf jetzt republikweit geguckt wird. Wir haben tatsächlich es geschafft, hier Kapazitäten frei zu steuern mit allen Kliniken. Wir haben zurzeit 31% freie Kapazitäten. Das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Aber will an dieser Stelle sagen, dass der Anteil der Covid-Patienten 11% ausmachen und wir haben 58% auch andere Patienten, weil ab und zu es auch so im Raum steht, dass andere Patienten gar nicht mehr behandelt werden. Ich finde, dass diese Verhältniszahlen sehr gut sind. Alle Berliner und Berliner werden gut versorgt, aber wir haben trotzdem Kapazitäten für Covid-19-Patientinnen und Patienten. Hier haben die Kliniken wiederum sehr gut mitgezogen in der Umsteuerung mit unserem Safe-Konzept. Eine wunderbare Abstimmung zwischen allen Kliniken mit einem Zentrum bei der Charité und auch die ITS, die Intensivbettkapazitäten
sind ausgebaut mit 800, 900 Betten mehr. Wenn der Bedarf steigt, sind die Kapazitäten da. Und das kann ich Ihnen auch sagen, unsere Krankenhäuser waren ganz fleißig beim Bestellen von Beatmungsgeräten. Wir haben für 700 Beatmungsgeräte die Kostenübernahme unterschrieben. Das ist auch eine sehr gute Nachricht, dass die Ausstattung mit Beatmungsgeräten in Berlin in den Krankenhäusern ganz gut vorangebracht worden sind. Meine Damen und Herren, jedes gut aufgestellte Gesundheitssystem kann aber in eine Situation kommen, dass es überfordert ist, dass die Krankenhäuser überlaufen und die Kapazitäten nicht ausreichen. Und nur für diesen Fall haben wir dann letztendlich beschlossen, ein Reservekrankenhaus zu bauen in der Jaffeestraße. Und ja, und da sind wir ja gestartet und haben gesagt, wir wollen in kürzester Zeit ein Krankenhaus bauen oder ein Behandlungszentrum bauen. Und ich kann Ihnen heute hier sagen, der Start war am 1. April, dass mit heute die Bauarbeiten abgeschlossen sind. In 4 Wochen gebaut. Natürlich haben wir das dem Koordinator Herrn Brümme zu verdanken, der mit sehr viel Erfahrung die Koordinierung übernommen hat. Aber ich habe da auch wirklich was erlebt, wo ich wirklich Gänsehaut bekomme. Charité, Vivantes Charité, Unfallkrankenhaus Berlin, THW, Ärztekammer, Bundeswehr, viele andere Firmen, alle haben einfach, die waren da und die haben gesagt, wir wollen mithelfen. Und die haben alle zugepackt. Und das ist wirklich Wahnsinn, mit wie viel Engagement Firmen, Planer, Handwerker hier wirklich etwas geleistet haben, womit sich Berlin gut sehen lassen kann. Und ich glaube, das, was dort tatsächlich zustande gekommen ist, dieses Engagement, aber auch die Kreativität in einer Halle, in einer Messehalle, mit Veranstaltungstechnik, mit Messebautechnik und mit Medizintechnik ein Krankenhaus aufzubauen, das kriegt man nur hin, wenn wirklich Herzblut dran hängt. Und das haben alle Handwerkerinnen, Handwerker, alle Planer, alle, die dort arbeiten, haben richtig viel Herzblut reingesteckt. Und an dieser Stelle danke an alle, die beigetragen haben, dass wir das Krankenhaus so schnell bauen konnten. Aber ich möchte auch einen Dank hier an das Parlament richten, weil all das konnten wir auch nur schaffen, weil sie auch das Geld ganz schnell, sage ich mal, bereitgestellt haben, sowohl für den Bau des Krankenhauses, für die Beschaffung von Schutzkleidung, aber eben auch für die Beschaffung der Beatmungsgeräte, haben sie ganz schnell Regierung und Opposition die Mittel bereitgestellt. Herzlichen Dank dafür. Ich erlebe in diesen Tagen aber auch ein ganz kooperatives Miteinander im gesamten Gesundheitswesen. Nicht nur mit Ihnen, mit den Sprecherinnen und Sprechern hier im Parlament, sondern mit der Ärztekammer, mit der Berliner Krankenhausgesellschaft, aber auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Das Miteinander ist schon sehr, sehr beachtlich und hilft eben, wenn man schnell kurze Wege finden kann. Meine Damen und Herren, der Senat hat nun auch Lockerungen beschlossen im Bereich von Bildung und Einzelhandel. Und ich habe mal gesagt, das ist eine Wagnis, weil wir wirklich nicht wissen, wie diese Lockerungen sich auf die Fallzahlen entwickeln werden. Das werden wir jetzt streng beobachten, wie sich die Lockerungssituation dann letztendlich auf die Fallzahlen auswirken. Aber Lockerungen gehen nur einher mit strengen Bedingungen. Und diese Bedingungen kennen wir eigentlich schon. Wir müssen uns das aber immer wieder vergegenwärtigen. Das ist das Thema Abstand halten, das ist das Thema Hygieneregeln einhalten, aber eben Alltagsmasken, das gehört jetzt auch dazu, finde ich, sind wichtige Nebenbedingungen, um eben auch Lockerungen zu realisieren. Meine Damen und Herren, der Mensch ist nun mal ein Gewohnheitstier. Es fällt uns natürlich schwer, liebgewonnene Gewohnheiten darauf zu verzichten, eben Partys zu machen, Kaffee zu sitzen oder shoppen zu gehen. Entschleunigung unter neuen Bedingungen muss auch geübt sein. Das haben wir in den letzten Tagen und Wochen miteinander gelernt. Wir erleben aber in dieser Krisenzeit auch die solidarische Seite unserer Stadt. Wir helfen uns untereinander viel mehr als vor der Pandemie. Und ja, auch das Tragen einer Alltagsmaske, meine Damen und Herren, ist aus meiner Sicht ein Zeichen für Respekt, aber auch der sozialen Verantwortung für andere, um sie nicht anzustecken. Und ich wünsche mir das auch als eine Alltagskultur,
nicht weil es man muss und weil es verordnet wird, sondern aus Respekt und auch der sozialen Verantwortung gegenüber anderen, um sie nicht anzustecken. Und diese Alltagskultur, denke ich, sind wir auch ganz gut dabei, das miteinander auch zu entwickeln. Zeithorizont, Impfstoff habe ich ja schon erwähnt. Ich will aber zum Thema Impfen noch mal auch ganz konkret sagen, wir bangen jetzt alle darauf, dass zügig ein Impfstoff bereitsteht. Und ja, es wird kommen, ganz sicher. Wir wissen nicht wann, aber es wird kommen. Aber wir wissen, dass es nicht sofort verfügbar sein wird für alle. Das heißt, wenn Impfstoff da ist, auch dann müssen wir gucken, wen wir zuerst impfen, welche Risikogruppen zuerst geimpft werden müssen. Und das Thema Impfen bringt mich aber insgesamt als Gesundheitssenatorin noch mal dazu, meine Damen und Herren, wir müssen insgesamt mehr impfen. Gerade vulnerable Gruppen, ältere Menschen, Pneumokokken, Keuchhusten, aber auch das Impfen gegen Grippe. Ältere Menschen müssen alle oder vulnerable Gruppen müssen insgesamt mehr geimpft werden. Das ist jetzt noch mal klar geworden. Vielleicht lehrt uns diese Pandemie auch andere Dinge, mit dem, wie wir mit Impfen beispielsweise umgehen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, meine Damen und Herren, testen. Bisher war das Testen auf medizinische Indikationen. Man muss ein Verdachtsfall sein, man muss Symptome haben und Kontaktpersonen haben. Wir müssen davon wirklich wegkommen. Wir müssen in der Breite mehr testen. Und das ist jetzt auch das Thema auf Bundesebene. Bisher wurde das ja finanziert, wenn es eine Indikation gibt und dergleichen. Aber ich finde, dass Testungen beispielsweise in Kitas, in Schulen, aber auch in Pflegeeinrichtungen, in Justizvollzugsanstalt und. Auch diese Testung muss von der gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden. Das ist nämlich noch mitnichten geklärt. Und wir werden in Berlin unsere Teststrategie weiterbringen. Das haben wir schon angefangen. Wir fangen an mit Pflegeheimen, dass wir sie auch systematisch testen, auch im Bereich Kita und Schule. Und wir werden Testen viel, viel stärker in der Breite machen müssen. Deswegen finde ich die Initiativen der Bezirke an dieser Stelle auch richtig und gut. Und das passt auch zu der Teststrategie des Senates. Meine Damen und Herren, der dritte Punkt ist das Thema Digitalisierung. Wir warten alle auf die App, dass eben wir schnellmöglich positive Fälle identifizieren und die Kontaktnachverfolgung machen können. Aber erwähnen möchte ich als vierten Punkt auch das Thema Arbeitsschutz, was natürlich jetzt in einer Pandemie eine ganz andere Bedeutung auch angenommen hat. Und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales wurden ja Arbeitsschutzstandards veröffentlicht. Und es ist Pflicht von jedem Arbeitgeber und von jedem, der für eine Institution Verantwortung trägt, eine Gefahrenanalyse zu machen und diese Arbeitsschutzmaßnahmen auch einzuhalten. Da kann man nicht auf andere zeigen. Das ist Verantwortung von Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, auf Arbeitsschutz zu achten und auf Gesundheitsschutz zu achten. Das, denke ich, ist jetzt auch das Allerwichtigste. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, Sie wissen, dass mir gerade die besonders gefährdeten Gruppen sehr am Herzen liegen. Da will ich zwei Gruppen nennen. Einmal die älteren Menschen. Und es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich von Politikern, und ich bleibe jetzt bei Politikern, Sätze höre, wo tatsächlich das Sterben von Menschen vom Alter her relativiert wird. Und das will ich an dieser Stelle ganz deutlich machen. Ich als Gesundheitssenatorin möchte jedes Leben retten, und zwar unabhängig vom Alter. Jedes Leben ist es wert zu retten. Und die zweite Gruppe, die ich hier nennen möchte, das ist das medizinische Personal, das sind die Pflegekräfte, meine Damen und Herren. Und in der Pandemie merken wir, wie wichtig diese Berufsgruppen sind. Aber auch die Reinigungskraft, die am Bett reinigt. Nicht nur die Pflegekräfte und die Ärzte und Ärzte, sondern alle, die an der Front arbeiten. Und deswegen finde ich wichtig, dass sie natürlich in der Pandemiezeit unterstützt werden. Aber lassen Sie uns bitte insgesamt diese Berufsgruppen auswerten und auch ihre Vergütung und Wertschätzung steigern. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur in Pandemiezeit, sondern auch für die Zeit danach. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Und damit hat die Aktuelle Stunde für heute ihre Erledigung gefunden. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt 2, die Fragestunde.
Nun können mündliche Anfragen an den Senat gerichtet werden. Die Fraktionen haben sich erneut darauf verständigt, zwei Runden nach der Stärke der Fraktionen mit je einer Fragestellung durchzuführen. Weitere Fragen wurden nicht gemeldet. Ich bitte wiederum um kurze Fragen und kurze Antworten.